Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt hier mal mit dem inhaltlichen Teil so langsam an und eröffnen unser kurzes oder kleines Event heute von ungefähr 2 Stunden auf der HR-Webkonferenz Future of Work von Personalleiter.today beziehungsweise dem Business Today Network. Ich bin Marius Kuhlmann, ich darf euch hier heute aus Hamburg begrüßen, was mal wieder mit blauem Himmel aufwartet. Gestern hat es hier noch Hunde und Katzen geregnet, aber inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Ja, schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich natürlich, euch durch die heutige HR-Session so ein bisschen führen zu dürfen. Wir haben 3 sehr, sehr, wie ich finde, spannende Vorträge dabei, die uns rund um das Thema Future of Work einige neue spannende Insights mitgebracht haben bzw. näher bringen werden. Wir freuen uns natürlich wie immer auf die Vortragenden und natürlich aber auch auf eure Fragen. Also ich möchte euch direkt zu Beginn anhalten, schon fleißig eure Fragen einfach in das Fragen-Tab oder den Chat hier reinzuklimpern, wenn ihr welche habt, wenn welche auftauchen. Wir werden uns denen dann immer speziell im Nachgang an die einzelnen Vorträge widmen. Wenn es ganz, ganz dringend ist und inhaltlich vielleicht auch angemessen, dann werden wir auch zwischendurch uns mal draufschalten und der Frage direkt nachgehen. Aber ansonsten versuchen wir, wie gesagt, im Anschluss an jeden Vortrag allem Inhalt gerecht zu werden. Genau, um direkt auf das tolle Line-up einzugehen, was wir heute am Mikrofon bzw. am Headset haben, hier auch schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Agenda. Eröffnen wird heute Martin Wicke von Reputativ als in seiner Rolle als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. Für alle, die Reputativ vielleicht noch nicht so kennen, da geht es um das Thema Reputationsmanagement bzw. Bewertungsmanagement und dazu. Und wie ihr diese Aspekte bestmöglich in eure Employer Branding Strategie implementiert oder was für Ansätze es da gibt, da wird er heute einiges erzählen und hat er uns einiges mitgebracht. Danach kommt Manfred Koch von Right Management, aber heute im Grunde als Botschafter für die Manpower Group zu uns. Sein Stichwort ist das Workforce Career Management und er wird so ein bisschen darauf eingehen, welche sinnvollen Ansätze es rund um das Problem und ja auch anhaltende Probleme des Fachkräftemangels gibt und was ihr hieraus eben alles für euch mitnehmen könnt. Eventuell haben ja einige auch schon von euch irgendwie mit der Manpower Group mal zu tun gehabt. Dadurch, dass es ja im Grunde auch so ein Big Player sind, kann es eben sein als Personaldienstleister, dass die euch einfach schon mal begegnet sind. In der HR-Welt sind sie ja sicherlich eine bekannte Größe. Das Finale heute oder der dritte Vortrag, wenn man so will, wird heute von 200% Girl Power bestritten. Warum 200%? Weil Urban Sports Club uns mit Jorina Wittke und Caroline Einbrot gleich 2 Vertreterinnen mitgebracht hat oder zur Verfügung stellt und sie nehmen sich heute Zeit für uns. Bei ihnen geht es um The New Way of Work, auch im Titel ihres Vorträges und in der Konsequenz daraus um hybride Arbeitsmodelle. Falls ihr Urban Sports Club noch nicht so kennt, also hybrides Arbeiten ist ein Thema, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wie natürlich auch bei den anderen beiden, immer einen Blick auf die Webseite. Das eigentliche Kernmodell geht bei Urban Sports Club nämlich auch so ein bisschen in die Mitarbeiter-Benefit-Richtung. Aber wenn ihr neugierig seid, schaltet euch am besten mal selber drauf und macht euch ein Bild von den Möglichkeiten dort. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich auf jeden Fall auch bei unserem heutigen Event-Sponsor. Das ist nämlich UKG bzw. UKG. Und immerhin lautet der Slogan bei Ihnen auch Our Purpose is People. Das bedeutet eigentlich thematisch sind Sie schon sehr nah dran an dem, was auch heute der Kontext ist. Hervorgegangen sind Sie aus einer Fusion von 2 Unternehmen und sind inzwischen einer der global führenden Anbieter für HCM, HR-Service, Delivery und Work-Management-Lösungen in der Cloud auch noch. Und im Grunde von A bis Z wird da alles angeboten. Die Lösungen sind auch inzwischen vielfach prämiert. Euch sind sie vielleicht auch schon mal untergekommen oder ihr arbeitet sogar damit. Und das Motto definitiv Programm ist bei den guten Kollegen von UKG, sieht man auch daran, 10.000 Mitarbeiter im Unternehmen weltweit, da scheint schon einiges dran zu sein, dass die Ansätze funktionieren. Zumindest ist der eigene Case, geht auf jeden Fall auf. Das, was zusätzlich und was mich persönlich auch sehr neugierig gemacht hat auf unseren heutigen Sponsor ist, weil ich auch so ein sportbegeisterter Typ bin, die sind sogar Sponsor auch der Miami Heat aus der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Fördern also auch noch den Sport, möchte ich an der Stelle persönlich einfach nochmal hervorheben, finde ich eine sehr gute Sache. Jetzt aber zum ersten Inhalt heute. Martin, bist du da? Magst du dich einmal zu uns schalten? So, der Ton müsste da sein Der und Ton das ist da, wir hören dich Bild und müsste auch kommen. Prima. das Bild Hallo ist auch Marius, da. hallo zusammen.
Guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Ich schuste dir Morgen. auch schon mal schnell hier die Übertragungsrechte zu, sodass wir deinen Bildschirm auch gleich sehen können und deine Inhalte. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen abholen. Wie ist so dein Weg zu Reputativ gewesen? Vorher warst du mal bei Visible, ich hoffe, oder Visible, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und jetzt bist du im Reputationsmanagement gelandet. Was war so vielleicht der inhaltliche Trigger für dich zu sagen, das ist ein spannendes Thema für mich, da möchte ich mal rein? Ja, es ist so, nach einer gewissen Zeit hier in Hamburg, also ich wohne, lebe und arbeite aus Hamburg, war einfach für mich mal Zeit, ein neues Thema zu begleiten. Das Thema Reputationsmanagement als Teil einer Branding-Strategie, finde ich, ist ein Thema, was ja in den letzten Jahren, Monaten immer mehr an Tragweite bekommen hat. Und das war einfach mal eine schöne Möglichkeit, weiter reputativ auch in der Funktion vom Marketing und Vertrieb in der Verantwortung dort nochmal maßgeblich, ja, Kunden glücklich zu machen. Ich glaube, das ein viel besseres Intro hätte ich selber jetzt auch gar nicht geben können. In diesem Sinne will ich dir einfach komplett das Wort übergeben. Du wirst ja im Zweifel auch gleich noch ein paar Sätze zu deiner Person selber sagen. Will ich nicht vorweggreifen. Und in diesem Sinne allen viel Spaß beim Vortrag von Martin. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne direkt und wir werden dann versuchen, im Nachgang an den Vortrag allen Fragen gerecht zu werden. Vielen Dank und viel Stellen. Spaß. Super, danke Marius. Ja, ein herzliches Moin Moin von mir aus Hamburg. Kurze Frage, der Slide sieht man jetzt? Die Übertragung ist gestartet von der PowerPoint. Wir sehen alles. Okay, super. Dann herzliches Moin Moin von mir aus Hamburg. Ja, ich hoffe, ihr seid auch alle gut in den Tag gestartet, hattet bereits einen leckeren Kaffee oder einen Tee und freut euch genauso auf diese Veranstaltung, wie ich mich freue. Heute möchte ich Ihnen ein Thema vorstellen: Steigerung der Reputation innerhalb der Employer Branding Strategie. Und wenn im Laufe meines Vortrags Fragen sind, schreiben Sie die gerne in den Chat, sodass wir dann am Ende dann nochmal individuell darauf eingehen können. Vielleicht bevor wir starten, noch ein paar einleitende Worte zu mir bzw. zu Reputativ. Ich bin Martin Wicke, verantworte den Vertrieb und das Marketing bei der Reputativ. Und wir sind ein Unternehmen, das sich vollumfänglich um ein Reputationsmanagement kümmert. Das heißt also, wir unterstützen Marken, Produkte und Unternehmen dahingehend, ihre Reputation im Internet zu optimieren, zu schärfen oder im schlimmsten Fall komplett wiederherzustellen. Wir haben als Unternehmen diverse Standorte in Deutschland, betreuen aktuell über 500 Kunden und haben bisher 2000 Projekte erfolgreich realisiert. Wir sind kein Start-up, sondern uns gibt es schon ein bisschen länger am Markt, 2015 gegründet und haben uns auch im Laufe dieser Jahre eine hohe Expertise aufgebaut im Bereich des Reputationsmanagements. Wir als Unternehmen gehören zur Löwenstark-Gruppe und können hier natürlich dann auch noch zusätzlich auf Experten aus dem Bereich Social Media, Performance Marketing, Online Marketing und Consulting zurückgreifen, wenn im Rahmen eines Projekts dort Bedarf entsteht. Kommen wir zur entscheidenden Frage des heutigen Vortrags. Warum ist die Steigerung der Reputation innerhalb der Employer Branding Strategie mittlerweile so wichtig geworden? Die Reputation im Internet hat schon immer eine große Relevanz innerhalb der Branding-Strategie gehabt. Mittlerweile ist die Reputation aber auch in den HR-Abteilungen immer wichtiger geworden, denn immer mehr Bewerberinnen und Bewerber schauen genau hin, wie eine Arbeitgebermarke im Netz dargestellt wird. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten haben uns dazu intensiv mit HR-Verantwortlichen im Unternehmen und auch mit unseren Kunden ausgetauscht. Und es gibt mittlerweile hier ja erhebliche Herausforderungen in den HR-Abteilungen. Wir haben die ganzen Themen mal gesammelt, hier in einer Themenwolke dargestellt. Und obwohl diese Wolke ja optisch recht ansehnlich aussieht, ist sie in meinen Augen eher eine Gewitterwolke oder ein Sturm, der hier sogar gerade aufzieht. Denn leider ist ein Ende auch dieser Entwicklung von diesen großen Herausforderungen, die HR-Abteilungen haben, aktuell nicht in Sicht. Wie man hier sieht, wurden hier ganz viele Themen von den HR-Abteilungen an uns herangetragen. Ganz klassische Themen wie fehlende interne Ressourcen, kein Budget, keine HR-Software, zu wenig Prozesse. Das haben wir sehr häufig gehört. Es haben sich aber zwei Themenfelder herauskristallisiert. Ein Thema war, Stellen werden aktuell nicht besetzt, da keine passenden Bewerberinnen und Bewerber oder teilweise sich gar keine Bewerberinnen und Bewerber bei den Unternehmen mehr melden gefunden. Und
es wird viel stärker von den Kandidatinnen und Kandidaten darauf geschaut, wie sich ein Arbeitgeber im Netz darstellt und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ehemalige Kolleginnen und Kollegen über das Unternehmen sprechen. Dazu nochmal ein ganz aktueller Screenshot. Am vergangenen Sonntagabend gab es im ZDF eine interessante Reportage zum Thema Personalsuche. Und das Bild zeigt ja die dramatische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, denn derzeit sind es knapp 2 Millionen Stellen unbesetzt. Wenn wir uns jetzt einmal die Entwicklung anschauen, zeigt das eben genau, dass hier auch wenig Besserung in Sicht ist. Denn das linke Schaubild zeigt nochmal ganz konkret, dass es kaum noch Berufsanfänger gibt und zukünftig auch weniger Berufsanfänger geben wird. Und das trifft natürlich die Unternehmen, die verstärkt ausbilden wollen oder wo Auszubildende einen großen Anteil in der Wertschöpfungskette tragen. Und zukünftig gibt es auch noch den restlichen Altersbereich, bei dem keine Entspannung sichtbar ist, denn viele Fachkräfte werden älter und treten somit aus dem Arbeitsmarkt aus. Das rechte Schaubild zeigt nochmal so eine dramatische Entwicklung vom Verhältnis offene Stellen zu aktiv Jobsuchenden. Blau ist hier die aktiv Jobsuchenden und gelb sind die offenen Stellen. Und hier sieht man sehr schön, seit dem letzten Juni ist da ein starker Wechsel sichtbar. Und genau diese beiden Fakten haben somit starken Einfluss darauf, dass knapp 2 Millionen Stellen derzeitig unbesetzt sind. Und dies ist natürlich eine enorme Herausforderung für die HR-Abteilung. Daher ist es umso wichtiger, dass sich Arbeitgeber optimal präsentieren, um die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und in erster Linie natürlich auch Bewerbungen erhalten. Was wir aktuell sehen, ist, dass sich Arbeitgeber nicht optimal im Netz präsentieren bzw. das volle Potenzial nicht ausschöpfen, um am Arbeitsmarkt positiv dazustehen. Es fehlt an der Reputation, die definitiv da ist, aber in der Employer-Branding-Strategie nicht wirklich verankert oder die Botschaften nicht transportiert werden. Oder teilweise noch schlimmer, aktuell gibt es vorhandene schadhafte Inhalte im Internet zu einem Unternehmen, die potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten einfach davon abhalten, sich auf Stellenanzeigen bei Unternehmen zu bewerben. Als Beispiel zeigt das rechte Schaubild eine Google-Suchergebnisse. Hier sieht man ja in der Regel, keine bis sehr wenige Informationen, die einen Arbeitgeber beschreiben. Stattdessen sieht man eben sehr häufig Produkt- und Dienstleistungsanzeigen. Natürlich die eigene Unternehmensseite wird aufgezeigt, Google-Sterne und die jeweiligen Rezensionen, Anzeigen von Jobbörsen, die dann teilweise sogar mit Arbeitgeberbewertung, wie zum Beispiel bei Kununu, Stepstone, Indeed der Fall ist. Und die zeigen, genau diese Bewertungen zeigen in der Regel dann auch kein authentisches Bild von dem Unternehmen. Das können Sie auch gerne später mal testen, indem Sie einfach mal nach Ihrem Unternehmen suchen, vielleicht noch gepaart mit einem Trust-Keyword zur Erfahrung oder Bewertung eingeben und einfach mal schauen, was dort angezeigt wird. Und wir haben ja gerade auf dem Slide vorher gesehen, dass es ein Überangebot an offenen Stellen gibt. Daher ist es eben so wichtig, dass man genau hier auf der Google-Suchergebnisseite, auf der Seite 1, auch Arbeitgeberinhalte zum jeweiligen Unternehmen sieht. Und genau die eben beschriebenen Arbeitgeberplattformen, hier einfach nochmal die relevantesten aufgezeigt, werden einfach sehr prominent in den Google-Suchergebnissen angezeigt. Teilweise ranken diese Plattformen bereits auf Platz 2 oder auf Platz 3 auf der Google SERP. Und somit kann natürlich ein durchschnittlicher oder ein negativer Bewertungsscore eine erste Hürde für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber sein. Und wenn wir jetzt so einmal auf das deutschlandweite HR-Webseiten-Ranking anschauen, sieht man hier so die Top-Webseiten auf den Plätzen 2 und 4, Indeed, Stepstone und Kununu. Diese haben auch eine sehr hohe Anzahl an Unique Visitors, also sehr viel Traffic. Dementsprechend, jetzt ist hier was gesprungen. Jetzt macht hier gerade die Technik mir einen Strich durch die Rechnung. So, da sind wir wieder. Und um genau diese potenziellen Bewerberinnen und Bewerber, die dann die Webseiten besuchen, sehen dann nicht nur die Inhalte des eigenen Unternehmens, sondern die Bewerberinnen und Bewerber
werden sogar noch andere Unternehmen vorgeschlagen, die eben anhand eines Suchmusters oder anhand des persönlichen Profils angezeigt werden. Also hier stehen natürlich die Unternehmen direkt im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und die gut sichtbaren ersten Arbeitgeberinfos werden hier nochmal mit einem Bewertungsscore kombiniert. Und gerade diese Beeinflussung durch den Bewertungsscore ist höher, als man zunächst annehmen möchte. Ich habe hier mal ein paar Fakten zusammengetragen. Zahlen vom Human Resources Manager zeigen, dass mehr als jeder zweite Arbeitgeberbewertung liest, wenn er sich für eine Stelle interessiert. 4 von 5 Befragten geben an, dass die Bewertung die Entscheidung beeinflussen. Eine Bitkom-Studie unterstreicht dies auch nochmal in deren Umfragen, denn jeder vierte Internetnutzer liest Bewertungen von Arbeitgeber und mehr als 2/3 lassen sich davon in ihrer Jobentscheidung beeinflussen und sogar 40% haben aufgrund einer Bewertung keinen Jobwechsel vorgenommen. Und das ist natürlich, wenn man sich dann einmal die Candidate Journey vor Augen hält, sehen wir, dass bereits in einem sehr frühen Stadium bei der Jobsuche, nämlich in der dritten Phase in der Evaluation, Arbeitgeber Einfluss auf die Bewerberinnen und Bewerber haben. Gestartet wird immer mit der Wechselmotivation. Aktiv, bei Aktivjobsuchenden oder bei Passivjobsuchenden. In der Regel entsteht dann die Aufmerksamkeit für ein Unternehmen, für die Branche, für die Stellenausschreibung. Und dann wird eben schon in der dritten Phase direkt nach dem Unternehmen gesucht. In dieser frühen Phase wird also entschieden, bei welchem Unternehmen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bewerben bzw. in die Gespräche einsteigen werden. Ergebnis ist also, die Unternehmen, die positiven Content in den Suchmaschinen haben und eine positive Darstellung in den Bewertungsportalen haben, haben die besten Chancen, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu erhalten. Was muss man also tun oder wie kann eine Lösung aussehen? Man integriert ein Reputationsmanagement in die eigene Employer-Branding-Strategie. Was als erstes wichtig ist, dass überhaupt mal ein Bewusstsein geschaffen wird dazu. Ich höre ab und zu mal den Einwand, ja, unsere Geschäftsführung interessiert es nicht, was in den Bewertungsplattformen steht. Und die antworte ich immer sehr gerne, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Denn die Relevanz ist da. Wir haben die hohen uniken Besucherzahlen gesehen. Wir haben im Endeffekt gesehen, dass sich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber von diesen Entscheidungen beeinflussen lassen. Also, wenn einmal dieses Bewusstsein da ist, dann startet man im ersten Schritt mit einer Reputationsanalyse. Das heißt, man schaut sich an, wo wird denn über mich gesprochen? Oder andersherum, wo wird denn über mich nicht gesprochen? Dann diese Ergebnisse werden einmal transparent gemacht und wie das eben zu Ergebnissen ist, am Anfang steht dann einmal eine Strategie. Also wo möchte ich denn Content aufbauen? Wo möchte ich sichtbar sein? Wo muss ich aktiv werden? Und aus dieser Strategie werden dann erste Maßnahmenpläne entwickelt. Man sollte sich so nach und nach diese Bausteine raussuchen, den Fokus setzen. Und der Fokus sollte immer darauf gesetzt werden, auf eben den Aufbau von positiven Inhalten. Eine Positionierung dieses Contents in den zielgruppenrelevanten Medien. Also wo sind denn meine potenziellen Bewerberinnen und Bewerber aktiv? Wo lesen die den Content? Wo kommunizieren sie? Immer mit dem Ziel, meine Sichtbarkeit und somit natürlich auch meine Reputation zu steigern. Wichtig dabei ist auch, dass man eine Erfolgsmessung betreibt. Also regelmäßig anschaut, was hat es denn gebracht? Habe ich einen spürbaren Effekt? Habe ich mehr Follower? Habe ich mehr Likes? Habe ich mehr, die sich für mein Unternehmen interessieren? Habe ich mehr Bewertungen bekommen und das Ganze natürlich auch reported, auch gerne dann mal zu dem einen oder anderen kritischen Geschäftsführer, der diesem ganzen Thema ein bisschen argwöhnisch gegenübersteht. Also wenn dieses Bewusstsein einmal da ist, kann ich euch einmal zeigen, wie wir von der Reputativ vorgehen. Wir analysieren nämlich einmal alle Inhalte in diesen Suchmaschinen, die zu bestimmten Brand- und Trust-Keywords angezeigt werden. Brand-Keywords, sowas wie Markennamen, Firmierung oder URLs und Trust-Keywords sind Bewertungen, Erfahrungen, Meinungen. Hier mal so ein anonymisiertes Beispiel anhand einer Google-Suchergebnisse. Der grüne, positive Content, das ist Content, der optimiert werden kann, vielleicht nochmal inhaltlich oder in der Position, dass er noch weiter höher rutscht. Und der rote, der negative, der schadhafte Content, der sollte auf jeden Fall dort verschwinden.
entweder löscht man den oder im Endeffekt, man kann ihn auch verdrängen über eine Content-Strategie. Das heißt, man positioniert positiven Content einfach über diesen schadhaften negativen Content, dass man ihn so verdrängt auf die Seite 3 oder 4 der Google-Suchergebnisse. Zudem schauen wir uns alle relevanten Portale einmal an. Also überall, wo ein Arbeitgeber bewertet wird oder bewertet werden kann, und analysieren diese Bewertungen. Daraus ergeben sich natürlich genau diese Handlungsempfehlungen mit konkreten Maßnahmen. Wir unterstützen dann unsere Kunden darin, wie zum Beispiel echte positive Bewertungen generiert werden können, das Ganze möglichst automatisiert und skalierbar, immer mit dem Ziel, ein authentisches und positives Bild auf diesen Plattformen wiederzugeben. Das ist nämlich ganz wichtig. Und denn wir sehen gerade bei den Bewertungsplattformen, ist es im Endeffekt so, ja, dass ja die Zufriedenen, obwohl die in der Mehrheit sind, einfach weniger aktiv sind auf den Portalen, sondern dann teilweise die Unzufriedenen, die das Unternehmen verlassen haben und verlassen mussten. Das verzerrt nämlich enorm dieses reale Bild. Dann ist ein regelmäßiges Monitoring sehr wichtig. Und also, dass ich informiert werde, wenn eine neue Bewertung eintrifft und wie entwickelt sich so ein Score im Laufe der Zeit. Hier mal so ein kleiner Einblick in unseren Maschinenraum, in unsere Steuerungseinheit. Von hier aus steuern unsere Kampagnenmanager und Kampagnenmanager, unsere Redakteure, das Monitoring, die Kampagnen. Und unser Reputationstool erlaubt uns, alle relevanten Inhalte und Maßnahmen hieraus zu messen, zu starten und zu arbeiten. Das heißt also, wir haben ja ein Einblick auf alle relevanten Inhalte und können auch sofort reagieren, wenn im Netz ein neuer Content hinzukommt oder sichtbar ist. Um einen Score maßgeblich zu verbessern, ist die effektivste und die nachhaltigste Maßnahme immer der Aufbau von echten Ausrufungszeichen, positiven Bewertungen. Die Herausforderung dabei ist natürlich immer, wie identifiziere ich meine zufriedenen Mitarbeiter? Wie identifiziere ich meine zufriedenen Auszubildenden, meine zufriedenen Freelancer, meine zufriedenen Bewerberinnen und Bewerber? Und wie animiere ich diese dann, auf den relevanten Plattformen aktiv zu werden? Hierzu schaut man sich in der Regel die kommunikativen Touchpoints oder die bestehenden Kommunikationsvehikel im Unternehmen an. In der Regel kann man bestehende Touchpoints nutzen oder man etabliert einfach neue, die aber sich in bestehende Prozesse smart integrieren lassen. Wir nutzen dafür unser eigenes Tool, um zum Beispiel zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu identifizieren und diese dann zu animieren, auf diesen Plattformen aktiv zu werden. Ein weiterer Baustein im Reputationsmanagement ist das Kommentieren von Bewertungen. Also ganz egal, ob diese negativ, neutral oder positiv ist. Wichtig ist, dass kommentiert wird. Eine Antwort auf positive Bewertungen ist natürlich immer eine wertschätzende Geste von den Unternehmen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um hier nochmal ein kleines Danke zu schreiben. Im negativen Bereich muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Rechtfertigung verfällt. Das sieht man sehr häufig bei LinkedIn oder auf den anderen Social-Media-Plattformen, dass man hier wirklich sachlich konstruktiv nochmal drauf antwortet, sehr zeitnah, aber auch selbstbewusst und vielleicht nochmal den Dialog anbietet. Da in vielen HR-Abteilungen aufgrund des Tagesgeschäfts genau diese Kapazitäten ausgelastet sind, übernehmen wir auch sehr häufig für unsere Kunden hier diese Dienstleistung, damit man einfach sehr schnell individuell auch binnen 24 Stunden auf diese Bewertung reagieren kann. Hier einfach mal ein kleines Beispiel anhand eines Kunden, wie sich ein Score entwickeln kann. Wir haben hier über einen definierten Zeitraum viele Bewertungen für den Kunden automatisiert generiert und den Score wieder in ein authentisches Bild gedrückt. Ne? Der Score sollte bei allen Portalen immer so ein 4-Sterne-Score denn auch sein, denn in der Regel ist das ein authentischer Score. Eine durchschnittliche Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit liegt im Unternehmen auch immer so zwischen 75% und 90%. Rechnen wir dies einmal auf einen Sternescore um, dann ist man auch schnell in diesem 4-Sterne-Bereich. Es zeigt also, mit den richtigen Maßnahmen können die Bewertungsplattformen effektiv gepflegt werden. Eine weitere Möglichkeit, positiven Content für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sichtbar zu machen, das sind die sogenannten SEO-Landing-Pages. Also Keyword-optimierter Content, der gefunden werden soll, wenn Bewerberinnen und Bewerber nach dem Unternehmen suchen.
Dieser Content kann auf der eigenen Unternehmensseite im Karrierebereich stehen oder auf externen Medien, bei Partnern oder auf extra erstellten Kampagnen-URLs platziert werden. Wichtig ist nur, dass die Inhalte, die transportiert werden sollen, auch optimal den Bewerber abholen und dann auch bestenfalls in den Recruiting, in den Bewerberprozess überleiten. Eine weitere gute Möglichkeit, sich als Unternehmen bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu präsentieren, das ist eine Aktivität auf den Social-Media-Plattformen. Hier zum Beispiel auf LinkedIn mit den sogenannten Corporate Influencern, also meinen Markenbotschaftern. Hier werden 1 bis 3 Personen dazu genutzt, regelmäßig Content aus der Ich- oder aus der Reporterperspektive zu präsentieren. Das kann allgemeiner Corporate Content sein, das kann auch zielgruppengerichteter Content sein, zum Beispiel aus dem Tech-Bereich, wenn man gerade in diesem Bereich eine Recruiting-Offensive plant. Denn Corporate Influencer schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit eben als Unternehmensbotschafter. Und weil dieser Content auch viel persönlicher ist als zum Beispiel dieser statische Content auf den eigenen Karriereseiten. Wie geht man hier in der Regel vor, wenn ein Unternehmen Corporate Influencer etablieren möchte? Man optimiert in erster Stelle einmal die Mitarbeiter-Accounts, schaut, dass sie einheitlich sind, dass sie ansprechend sind, sind die richtigen Botschaften im Endeffekt da, sehen die Bilder gut aus, sind Keywords im Endeffekt dort verankert. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass diese drei Personen nur 1 bis 3 aktiv sind. Das heißt, sie kommentieren Beiträge, sie liken das, um einfach eine hohe Vernetzung mit Gruppen zu haben, um einfach mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und dann natürlich das Entscheidende, das Verfassen von zielgruppenrelevanten und reichweitenstarken Artikeln oder Content. Man baut einen Redaktionsplan auf und platziert dann genau den Content in der Zielgruppe, der für diese Zielgruppe interessant ist. Und man kann natürlich da, wenn man das möchte, dann noch eigene Anzeigen bei LinkedIn schalten, um die dann auf die Recruiting-Portale in die Stellenanzeigen gehen, um einfach hier noch zusätzliche Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Und hier sehen Sie noch einmal das Zusammenspiel aller heute gezeigten Maßnahmen. Gestartet wird eben mit den potenziellen Interessenten, die eben online auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht werden. Das passiert in der Regel durch Content, durch Social Media, durch Jobbörsen. Dann sollten die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber begeistert und überzeugt werden. Das erfolgt in der Regel durch die eigene Karriereseite, durch Bewertungsportale und oder auch durch Auszeichnungen. Und das ist auch immer der beste Trigger, dann diese Interessenten dahingehend zu bewegen, dass sie sich für mein Unternehmen entscheiden, sich auf meine Stellen bewegen und bewerben. Und hier schließt sich natürlich dann auch wieder der Kreis, denn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin kann dann ideal dafür genutzt werden, dass es hier zu einer neuen Bewertung auf den Bewertungsportalen gibt. Mein Fazit. Die Reputationsanalyse ist der Grundstein aller weiteren Maßnahmen zur Unterstützung der Employer Branding Strategie. Aus der Analyse ergibt sich die Erstellung und die Umsetzung eines Konzepts, wie das positive Erscheinungsbild gestärkt werden kann. Und durch das Monitoring und den regelmäßigen Reportings aller relevanten Recruiting-Portale in den Suchmaschinen ergibt sich ein vollumfänglicher Blick auf die Außendarstellung der Marke. Und zu guter Letzt, und dann bin ich schon am Ende meiner Redezeit angelangt, möchte ich euch eine kostenlose Reputationsanalyse anbieten. Schreibt mir gerne eine E-Mail mit dem Betreff Personalleiter Today 20. September oder schreibt mir auf LinkedIn. Dann werden wir uns gerne kurzfristig bei Ihnen melden und dort eine individuelle Analyse, eine Reputationsanalyse vorstellen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ja, wenn es Fragen gibt, dann gerne jetzt stellen, damit wir da nochmal individuell beantworten können. Super. Martin, vielen Dank. Sehr gerne. Du mich wieder hören? Ja, man hört mich sehr gut. Wenn du reagierst, ja. Hast du mein Mikro auf jeden Fall an. Bist du zufrieden? Bist du gut durchgekommen? Hättest du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen können, oder? War die gekürzte Fassung. Timeslot, Timebox, also 22 Minuten, 25 waren geplant. Ich habe noch 3 Minuten, also von daher können wir die jetzt gerne nutzen für eventuelle Fragen. Was mich tatsächlich mal spontan interessiert, ist diese Reputationsanalyse. Kannst du da so ein bisschen vorgreifen? Also was wird da die Interessenten erwarten? Genau. Also was wir uns anschauen,
Also ganz plakativ gesagt, wir schauen uns sämtliche Bewertungsportale einmal an. Wir schauen uns alle Suchmaschinenergebnisse an, die eben zu Brand- und Trust-Keywords passen. Brand-Keywords ist sowas genau, ein Markenname, ein Firmenname, eine URL im Endeffekt, die genutzt wird. Und dann reichern wir genau diese Suche mit eben Bewertungen, Meinungen, Erfahrungen an. Und das ergibt schon mal so ein erstes Bild. Das wird im Endeffekt dann von uns geclustert. Wir geben auch schon eine gewisse Hierarchie mit, von dem wir glauben, das sind so die relevantesten Inhalte, die vielleicht optimiert werden sollten. Oder andersrum, wir sind auf schadhaften Content gestoßen und zeigen den einmal auf und geben hier auch so eine erste Handlungsempfehlung, was man oder wie man mit diesem Content umgehen soll. Okay, das klingt ja doch schon recht umfangreich, aber es ist ja toll, dass ihr das im Grunde kostenfrei dann anbietet. Sehr nett von euch, sehr entgegenkommt. Mit deinem Hintergrund aus dem Vertrieb und Marketing, speziell Marketing. Jetzt sind viele Elemente, die hier in diesem Thema Reputationsmanagement ankommen, sehr marketingverwandt. Vieles so hat eine gewisse SEO-Nähe, ne? Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Was würdest du sagen, wie können sich Teams aus HR-Abteilung, HR-Manager, Recruiting-Manager und wie sich die Jobtitel heutzutage alle schimpfen, am effektivsten mit dem Marketing zusammentun, um da gemeinsam auch eine betriebsinterne Strategie letztendlich aufzustellen? Weil klar, Teile davon liegen in der HR-Abteilung dieses Aufgabenfeldes, aber Teile auch in der Marketingabteilung. Wie würdest du sagen, sollte das am besten Hand in Hand gehen? Genau. Also was die HR-Recruiting- und Bewertungsportale angeht, das ist das Schöne, das kann man außerhalb vom Marketing machen. Die kann man im Endeffekt dementsprechend bearbeiten. Man hat natürlich immer ein Thema, gerade wenn man Content auf den Google-Suchergebnisseiten platzieren möchte, weil da sieht man in der Regel genau das, was du gerade gesagt hast, sind Unternehmensproduktinformationen, dass man sich hier nicht kannibalisiert. Aber in der Regel ist dieser Content da und den kann man nämlich auch wunderbar zweitverwerten für die HR-Abteilung. Einmal gucken, wo habe ich Content aus der Kommunikationsabteilung, aus der Marketingabteilung, wie kann ich das im Nutzen, dass er auch präsent ist, aber eben nicht den Traffic von der Produktkommunikation oder von den Produkten ableitet. Das heißt konkret, was bringt HR mit an den Tisch, damit Marketing es vielleicht optimal aufgreifen kann und die Prozesse auch schnell gehen? Es hängt ein bisschen davon ab, also wo ist der Fokus? Ne? Also Ich rate den Unternehmen gerade in HR-Abteilung immer dazu, erst einmal, dass das Kerngeschäft, also die Kernplattform wieder in ein gutes, authentisches Bild zu bekommen. Und das ist nun mal Kununu, das ist Indeed und Stepstone. Und dann im zweiten Schritt, wenn man dort wieder ein authentisches Bild bekommen hat, ne, also das einfach widerspiegelt, ja, bei mir sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden, dann kann man gucken, wie baut man diese Content-Strategie im Endeffekt auf. Geht man eben direkt in die Google-Suchergebnisse rein, hat man da ein Thema, oder geht man vielleicht auf LinkedIn und erstmal in die Social-Media-Plattform, wo man sich gar nicht so groß mit dem Marketing kannibalisiert. Also entweder baut man ein eigenes Profil auf oder man teilt sich da einfach den Platz, weil kein Unternehmen postet ja mehrere Postings am Tag. Also auch hier kann man sich ganz gut eben abstimmen, sodass es die Waage hält zwischen Unternehmensproduktkommunikation und wie mache ich mich als Arbeitgebermarke attraktiver. Vielleicht abschließend für den Moment und dann gucken wir mal, ich weiß, die Regie hat auch noch einen Chat, da haben sich auch noch ein paar Fragen eingefunden, da springen wir gleich mal zu, aber von meiner Seite so ein Blick in die Glaskugel, so ein bisschen Prognose. Du hast ja eben schon so ein persönliches Fazit gestellt, aber was ist so der Ausblick? Ich meine, in HR-Abteilung, Kununu ist bekannt, ne? Employer-Branding-Profile auf einschlägigen Portalen zu haben, ist auch bekannt, das ist in dem Sinne nichts Neues, aber was ist vielleicht etwas, was so, worauf man den Blick Richtung morgen, Richtung Horizont richten sollte, speziell auch vielleicht auf euer Thema? Also wichtig ist erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Wir hören eben von ganz vielen Unternehmen noch, ja, okay, Kununu, verstanden, da muss ich aktiv werden, aber dann ist eben bei Indeed, Stepstone und Glassdoor, da sind keine Inhalte, aber auch diese Portale kann man durchaus nutzen und da präsent sein. Also einfach erstmal ein Bewusstsein schaffen. Ich muss was tun, ne? Auch mit geringem Aufwand oder auch mit geringen Kapazitäten kann man sich heutzutage als Arbeitgebermarke wesentlich besser darstellen, als vielleicht der Wettbewerber gerade macht. Und das ist so für mich einfach die Botschaft, jetzt aktiv zu werden, weil der Markt wird nicht besser.
Ja, wir sehen es jetzt hier noch gerade mal auf dem Chart. Ich glaube, auf den ersten Punkt sind wir jetzt schon so ein bisschen eingegangen oder hast du ja auch schon mehrfach die einschlägigen Portale im Grunde genannt, die da eine Rolle spielen. Ja. Und du hast ja auch ein schönes Schaubild in deiner Präsentation gehabt. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr tiefer drauf eingehen. Mit den Ranking-Exemplen in Google oder auf Google vielmehr, ne? Und hast auch ein bisschen was dazu gesagt. Schadhafter Content, positiver Content. Und jetzt gibt es eine Reihenfolge. Ich glaube, das passiert dann ja auch am sinnvollsten, wenn man sich einfach jetzt mit euch zusammentut und diese kostenfreie Analyse mal Genau. mitmacht, oder? Ja, also richtig, das ist, da guckt man, wo ist der Schmerz gerade am größten, und da sollte man sich einfach fokussieren, und welches der oder welcher Content oder schadhafte Content hat die größten Auswirkungen. Das ist ein Thema, und wo kann ich eben sehr schnell erste Erfolge zielen? Die Erfolge müssen ja sein, die Qualität und auch die Quantität der Bewerberinnen und Bewerber soll steigen. Und das hängt immer ein bisschen individuell davon ab. Ansonsten jetzt so ganz grob gesagt, erst eine Profilpflege und dann eine Content-Strategie. Alright. Dann würde ich einfach mal sagen, halt, eine letzte Frage fällt mir tatsächlich jetzt gerade noch ein. Was ist das für eine Workload? Also im Sinne von, ich spezifiziere das noch ein bisschen kurz, HR-Abteilungen sind unterschiedlich groß, ne? Ich habe selber auch in einem mittelständischen Unternehmen mal gearbeitet, rund 500 Mitarbeiter in der Vergangenheit. Da war die HR-Abteilung 5 Mann beziehungsweise Damen groß, ja? Und dieses ständige Management dieser Themen, ist das im Grunde ein Vollzeitthema? Ist das ein Teilzeitthema? Wie lässt sich das am ehesten einbauen? Ja, also die Portale kosten extrem viel Zeit und Nerven, ne? Wir hören sehr häufig eben aus den HR-Abteilungen, wir müssen da ständig drauf gucken. Teilweise kriegt man von den Portalen ja eine Push-Note-Kommunikation, wenn was gekommen ist. Andere Portale machen das im Endeffekt gar nicht. Und das ist schon ein Job, der eine Aufmerksamkeit und auch Zeit letztendlich innerhalb den HR-Abteilungen der Kapazitäten bindet. Das hören wir ganz häufig. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass man so ein Monitoring-Tool einfach draufsetzt. Dann bekommt man nämlich alles in einen Blick, man muss sich gut suchen. Und bei uns ist das zum Beispiel so, wir können komplett autark arbeiten. Also wir brauchen dort ganz wenig bis keine Zuarbeit. Es gibt ein, zwei Strategie-Meetings und ein Kick-Off-Meeting, und dann können wir im Endeffekt arbeiten. Und dann gibt es einmal im Monat ein kleines Statusgespräch mit den Dingen, die uns aufgefallen ist. Und wir wollen, unser Ansatz ist auf jeden Fall, wir wollen die HR-Abteilung entlasten und nicht noch zusätzlich belasten. Da haben wir einfach Prozesse und auch Tools für, die unsere Kampagnenmanager und Kampagnenmanager steuern, dass wir einfach keine, ja, zusätzliche Last in den HR-Abteilungen letztendlich mit uns bringen. Okay, das klingt gut. Keine zusätzliche Last. Finde ich sehr benutzerfreundlich. In diesem Sinne, gutes Schlusswort, Martin. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Super, vielen Und Dank. Grüße aus Hamburg nach Hamburg, wenn man so will. Und an der Stelle möchte ich dich gerne verabschieden und schon mal dir eine natürlich tolle weitere Woche wünschen und den Manfred aber auch gleichzeitig begrüßen. Wir sehen ihn schon. Guten Morgen an die Wünsche Runde. auch. Guten Morgen, Marius. Tschüss, Martin. Guten Morgen, Manfred. Sag mal, wo schaltest du dich heute zu? So, wir gehen vom hohen Norden in die Mitte Deutschland. Ich bin heute im Office in Eschborn bei Frankfurt. Ich lebe in Mainz. Bist du ein 05er? Ah, auch 5 Minuten Fußweg zum Stadion. Wir sehen schon ein Bildschirm von dir, allerdings gerade noch eine Demo-Page GoToWebinar. Vielleicht musst du noch einmal kurz den Bildschirm ändern. Super, jetzt haben wir auch Müsste meine den. Präsentation zu sehen sein. Wir sehen alles auch im Vollscreen, eine nette Fee, so wie es aussieht, beziehungsweise so mit Schmetterlingsflügeln. Ich glaube, das ist das richtige Chart. Das ist das richtige Chart, ein schönes Manpower-Chart. Manpower ist auch wieder ein gutes Stichwort. Heute von der Division Right Management bist du ja auch da. Gib uns doch mal so kurz einen Einblick, wie war dein Weg, wie hast du zur Manpower Group gefunden? Ja, ich bin langjähriger Personalverantwortlicher, war viele Jahre in IT, Healthcare, Pharma tätig, viele Jahre als HR-Direktor und habe Talentmanagement-Themen dann begleitet. Und vor einem Jahr habe ich dann entschieden, die Seiten zu wechseln, meine Erfahrung in den Consulting-Bereich einzubringen, und bin bei Right Management gelandet, was eine Tochter ist von Manpower. Viele kennen Manpower vermutlich als Personaldienstleister in der Vermittlung. Manpower macht aber viel mehr. Der Bereich Talent Solution, in dem ich tätig bin, da wird viel Research gemacht, und wir sind spezialisiert auf Leadership-Themen, Development-Assessment-Themen, auch
Begleitung bei komplexen Transformationen, wo Belegschaft sich verändert, im Coaching, aber auch im Outplacement-Bereich. Und in dieses Segment oder in diese Aufgaben bringe ich jetzt dann meine gesammelte Erfahrung über einige Jahre in HR mit ein. Sehr cool. Ich würde sagen, das spricht alles für sich. Geballte Erfahrung, geballtes Wissen, sogar sehr freundlich hier eine Nummer aufzuschreiben. Heutzutage weiß man ja Kanäle, Kontaktkanäle, die einen schreiben gerne, die anderen quatschen lieber. Insofern sehr offen von dir, dass du das alles hier schon anschmeißt. Wir haben als Hinweis schon mal an der Stelle für alle, die gerade da sind, am Anfang kommt auch noch mal ein Chart, wo Kontaktdaten aller Speaker hier zusammengefasst sind. Das bedeutet, wenn ihr jetzt gerade mal keinen Screenshot gemacht habt oder nicht spontan mitgeschrieben habt, das kommt am Ende nochmal. So, dann würde ich sagen, Manfred, wie sagt man im Film, Klappe ab oder sowas? So ähnlich. In diesem Sinne viel Spaß, Klappe die erste oder so. Und vielen Dank. Allen anderen hier viel Spaß beim Vortrag. Genau, vielen Dank, Marius. Und nochmal einen guten Morgen an die Runde. Schön, dass ihr dabei seid. Thema heute ist Talent Management mal anders gedacht. Wir kriegen alle mit, der Fachkräftemangel ist zu spüren. Was kann man tun, um entsprechend sich mit Blick auf die Belegschaft aufzustellen, um dem Fachkräftemangel zu entgegnen und seine eigenen Beschäftigten dann entsprechend weiterzuentwickeln? Ich würde das Thema gern in quasi drei Stufen betrachten. Die erste Stufe ist ein bisschen zu schauen, was sind denn die Herausforderungen, die es hier zu beachten gilt. In der zweiten Stufe würde ich mal gern auf Ansatzpunkte für Veränderungen im Talent Management eingehen und im dritten Bereich so ein bisschen drauf schauen, was heißt denn Workforce Career Management, warum ist es denn heute so wichtig? Im Teil 1, wenn es um die spezifischen Herausforderungen geht, für eher was übergreifend Gedachtes im Bereich Talent Management, habe ich ein paar Statistiken auch mitgebracht. Das ist kein Rocket Science. Viele werden das kennen, deswegen werde ich da nur auf einzelne Aspekte ein wenig eingehen. Klar ist, dass die Arbeitswelt nach der Pandemie Arbeitgeber vor neue, vor verschärfte Herausforderungen stellt. Um mal ein paar zu nennen, ich fange mal links an. Ja, wir haben das Thema Transformation, Digitalisierung. Aus meiner Sicht steht die Transformation aber erst am Anfang. Wir sind da nicht durch. Wenn ich an das Thema Dekarbonisierung denke, Deutschland strebt an, 2045 CO2-neutral zu sein. Das erfordert wahnsinnige Investitionen. Da werden über 6 Billionen gesprochen. Da wird darüber gesprochen, dass die Transformationsgeschwindigkeit Faktor 3 annehmen muss. Das heißt, wir sind nicht durch. Wir werden viele Veränderungen sehen. Und diese Veränderungen bringen Themen mit sich. Über Skill werde ich gleich noch sprechen. In der Mitte ist etwas aufgelistet, das spürt jeder täglich. Martin hat als Vorredner auch dann Zahlen aufgestellt, wie viele offene Stellen es gibt. Hier wird angegeben, 69% der Arbeitgeber geben an, dass sie nicht die Skills am Markt finden, die sie benötigen. Da gibt es viele unterschiedliche Statistiken, 3/4 und mehr ist oft das, was heute genannt wird. Und rechts ist nur mal kurz aufgelistet, dass sich das Arbeiten auch entsprechend geändert hat. Und im Folgevortrag wird ein bisschen über das hybride Arbeiten dann gesprochen, über Rahmenbedingungen. Aber generell ist es so, dass die Skills eine andere Bedeutung bekommen haben als in der Vergangenheit und sich die Erwartungen, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geändert haben. Und das zeigt diese Folie. Da geht es ein bisschen auf die Employee Experience eingegangen, die ein wichtiges entsprechend Thema ist, wo auch gesagt wird, dass die Bedürfnisse sich geändert haben und Mitarbeiter offener sind, ob die jetzt aktiv einen Jobwechsel in Betracht ziehen oder ob sie einfach offen sind. Das Thema wirkt ein und ein Thema ist, wenn Transparenz fehlt über die Entwicklung im eigenen Unternehmen, da bin ich noch offener für den Blick nach außen. Diese Transformation bedingt, dass Skills einfach schneller veralten. Mitarbeiter müssen sich ständig weiterentwickeln. Hier wird mal angegeben, für 2022 54% der Mitarbeiter müssen Skills erweitern. Es gibt Branchen, wenn man da auf 5-Jahres-Sicht betrachtet, da wird es Jobs nicht mehr geben. Das heißt, man muss völlig neue Skills entsprechend sich aneignen. Und das ist nicht einfach. Das sind wir alle nicht unbedingt gewohnt in der schnellen Zeit, so viel Neues auch zu lernen. Und da muss man Wege finden, wie man das entsprechend dann erreicht.
Und vielleicht letzter Punkt, und das ist ein entscheidender Punkt. Ja, wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt, einen sehr, sehr ausgeprägten Arbeitnehmermarkt. Und wenn jetzt aktuell über eine drohende Rezession gesprochen wird, kommt relativ gleich auch die Aussage, der Impact auf den Arbeitsmarkt im Sinne von Einbruch, der wird nicht unbedingt erwartet. Und das zeigt, wie robust der Arbeitsmarkt ist. Auch mit Blick auf Demografie, auch da hat Martin was gesagt, werden wir die Herausforderung mit Talent Shortage, die wird es weitergeben. Was heißt es denn in Konsequenz? In Konsequenz heißt es, dass Unternehmen nicht nur die Abwanderung von ihren Top-Talenten riskieren, das war schon immer so, sondern inzwischen auch Befürchtungen haben, dass ihre soliden Performer, die für die Ergebnisse insgesamt stehen, verloren gehen können. Und das hat dann dramatische Auswirkungen auf die Ergebnisse, die erzielt werden können. Wenn ich mir das nur mal anschaue, Probleme aus Sicht der Mitarbeiterin, da hat sich die Erwartungshaltung im Job geändert und was oft fehlt, ist die Transparenz. Welche Möglichkeiten habe ich denn, mich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln? Klar gibt es die Jobboards, aber die zeigen auf, was ist denn die Stelle, die gerade frei ist. Und oft würde ich gerne wissen, was für Möglichkeiten habe ich denn in der Zukunft? Welche Stellen werden frei? Welche Stellen kommen neu rein? Wenn ich das aus Unternehmenssicht betrachte, dann sind wir eher im rechten Bereich, da ist dann deutlich, dass sich der Bedarf der Skills ändert, sehr stark ändert und ich als Arbeitgeber da Transparenz schaffen muss, aber natürlich auch gerne Transparenz hätte. Wen habe ich denn an Bord? Wie weit sind die Personen dann weg? Und Idealfeld habe ich Stellen und kann mal so ein Skill-Match machen und erkenne dann, jemand bringt 80% mit und was sind die 20%, die ich noch ergänzen muss? Soweit sind wir oft nicht und das heißt in Konsequenz, dass Unternehmen sich ihre Talentmanagement-Praktiken anschauen müssen, um sowohl den geschäftlichen Anforderungen durch den Wandel wie auch den Erwartungen der Mitarbeiterinnen in der Zukunft gerecht zu werden. Also wir haben jede Menge Argumente, um das Thema Talentmanagement neu zu betrachten. Und da ist die spannende Frage, in welche Richtung wir denn diese Veränderung entsprechend dann gehen. Und oft ist es so, wenn HRler hier gefordert sind, jetzt Dinge zu verändern, das ist teilweise natürlich auch mit Investitionen dann verbunden. Da muss ich der Geschäftsführung erklären, warum machen wir das, was bringt uns das? Und klar ist aber auch mit den Punkten, die schon genannt sind, jetzt sind wirtschaftliche Zwänge dahinter, auch so etwas zu tun. Wenn Mitarbeiterin verloren geht oder Stellen nicht besetzt werden können, fehlt einfach Produktivität im Unternehmen. Schön geschriebene Businesspläne können nicht umgesetzt werden. Und man kann auch rechnen, was kostet mich denn Fluktuation, wenn die hochgeht mit Besetzungen. Also hier habe ich wirtschaftliche Zwänge, aber ich muss es dann auch übertragen. Was sind denn geeignete Ansatzpunkte, um dann auch das Buy-in für die Investitionen zu bekommen? Ich habe in der Folie mal versucht, einige Ansatzpunkte mal zusammen zu fassen. In welche Richtung sollte sich denn ein modernes Talentmanagement verändern? Ich werde später auch nochmal auf einzelne Punkte dann eingehen und Beispiele bringen. Fangen wir mal links oben an. Ja, flexibler und agiler. Die ganze Arbeitswelt, die Organisation wird flexibler und agiler. Da muss man natürlich auch entsprechend in dem Bereich flexibler und agiler werden. Zielvereinbarungsgespräche, die einmal im Jahr geführt werden und dann die Performance vom letzten Jahr dann betrachten, ist wahrscheinlich nicht das, was man als flexibel und agil bezeichnet. Nicht mehr beschränkt rein auf Top-Talente. Oft war es ja in der Vergangenheit, Talentmanagement hat einen Fokus gehabt. Immer die Definition, wer fällt denn unter Top-Talente oder Talente mit rein? Klar ist, dass die Ergebnisse von Unternehmen dann von der Belegschaft erstellt werden und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Beitrag leisten. Und wenn die fehlen und ihre Produktivität nicht eingebracht wird, und dann wird das Gesamtergebnis auch nicht durch die Top 10% der Top-Talente dann entsprechend gebracht werden können. Das heißt, ich muss breite ansetzen. Ich muss versuchen, auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen. Und das steht unten, die verstärkt personalisierten Ansätze. Die Employee Experience wird einfach bedeutsamer. Und es geht darum, Fragen zu beantworten. Was heißt es genau für mich? Welche Option
habe ich im Unternehmen. Und da möchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Systemen auch sehen, dass ihre Daten korrekt abgebildet sind, dass Transparenz geschaffen wird über individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich inzwischen durch Systeme, durch People Analytics Möglichkeiten, die viel, viel weiter sind, als wir da vor 5 oder 10 Jahren waren. Da ist künstliche Intelligenz natürlich eine Basis, um sowas besser abbilden zu können. Da sind Optionen da, die müssen dann einfach sinnvoll genutzt werden. Aber genau wie ich in der Folie vorher gesagt habe, ich brauche das bei in der Geschäftsführung für Investitionen in dem Bereich ebenso wichtig ist, dass das kein HR-Thema, Personal-People-Thema als solches ist. Das Ganze ist unheimlich wichtig, dass es getragen wird durch eine glaubwürdige, durch eine wiederkehrende Kommunikation durch Geschäftsleitung, wo erklärt wird, warum tun wir das, warum verändern wir unseren Fokus, setzen vielleicht neue Programme ein, brauchen vielleicht auch Rückmeldungen zu Skills. Ich glaube, die Geschäftsführung spielt hier eine wesentliche Rolle, um das Thema dann voranzubringen. Jetzt stellt sich die Frage, muss ich damit alles verändern, was ich aufgebaut habe, was soll ich denn konkret tun? Ich habe das mal unterteilt in 3 Bereiche. Es gibt erfolgreiche Praktiken in der Vergangenheit, die weiterhin ihre Berechtigung halten. Wer Talent Management Reviews aufgebaut hat, wer eine Nachfolgeplanung, so schwer die auch ist, entsprechend gut macht, wer gute Top-Talent-Förderungsprogramme aufgesetzt hat, der muss die nicht entsprechend einstampfen. Die gilt es vielleicht ein bisschen aufzufrischen. Aber solche Systeme haben auch und Praktiken haben auch in der Zukunft ihre. Die müssen vielleicht ergänzt werden durch auch neue Programme. Die neuen Programme müssen aber passen, passen zum Unternehmen. Deswegen steht da Kultur adäquat. Da spielen die Führungskräfte eine andere, viel wichtigere Rolle als Career Coaches. Da gilt es darum, zu schauen, was sind denn die Skills der Zukunft, die für den Erfolg wichtig sind und entsprechende Skill-Taxonomien zu verwenden. Aber auch zu schauen, führe ich denn Systeme ein, idealerweise KI unterstützt, wie Talent Marketplaces. Aber wie das so schön ist, ich führe neue Sachen ein, da muss ich natürlich auch mehr Gedanken machen. Brauche ich alles oder ist einiges an Ballast auch entstanden über die Jahre? Habe ich noch sehr starre, eher veraltete Stellenbeschreibungen, die mir sicherlich nicht helfen, wenn ich auf den Markt gehe, die vielleicht noch auf Zertifikaten beruhen, statt auf Skills, Erfahrungen? Habe ich in meinem Talentbereich ausgrenzende Goldfischteiche, die mit Diversity, Equity und anderen Themen, die einfach bei den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen wichtiger geworden sind, keine große Rolle spielen? Oder habe ich ein sehr streng formalisiertes Zielvereinbarungssystem, das eher tick the box, das muss ich halt einmal im Jahr machen? Hier gilt es zu prüfen, was brauche ich und was brauche ich definitiv auch nicht mehr? Und da gilt es auch, sowas dann einzustampfen. Was spannend für die Runde ist, wenn ich sage, ja, neue Ansätze, was sind denn die neuen Ansätze? Bezogen auf die Ansatzpunkte würde ich gerne ein paar Beispiele jetzt einfach nennen. Flexibel und agil. Ich sehe, dass das Thema Dialog, Feedback einfach viel öfter, regelmäßiger, in kürzeren Abständen stattfinden muss. Ob das in Zielvereinbarungsgesprächen ist, ob das im agilen Umfeld in anderen Formen ist, das muss jede Unternehmung für sich entscheiden. Thema ist aber, der Fokus muss eher auf die individuelle Entwicklung und muss nach vorne gerichtet sein. Und das Ganze muss glaubhaft sein. Das darf kein Tick-the-Box sein. Wenn ich Mitarbeiterumfragen dann durchführe, einmal jährlich und brauche ein halbes Jahr, bis sie ausgewertet sind, es ändert sich so viel, die Bedürfnisse ändern sich. Ich glaube, da ist es jetzt wichtig, eher anwenderfreundliche Pulse-Surveys in kürzeren Abständen zu machen, dass ich Exit-Interviews dann wirklich durchführe, um zu lernen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen, warum gehen die? Also hier muss ich wirklich flexibler, agiler werden. Ich muss mich auf mehr ausrichten als auf meine Top-Talente. Und da spielen die Führungskräfte eine große Rolle, die im Prinzip Career-Coaches für ihr komplettes Team sein müssen, nicht nur für 1, 2, 3 ausgewählte Personen.
Schön ist, dass es viele auch technisch unterstützte Möglichkeiten gibt, wo man wegkommen kann von Standardtrainings in der Gruppe, wo man auch individuell unterstützen kann durch digitale Coaching, Beratungsangebote und das Ganze nicht nur für Führungskräfte anbietet, genau wie Mentoring dann nicht nur für eine kleine Population angeboten werden soll, wo dann Geschäftsführung, Senior Management Mitglieder dann einige Mentees dann haben. Ich glaube, die Entwicklung, Karriereentwicklung in der Breite ist wichtig, auch in der Fachlaufbahn. Und da gibt es sehr schöne Ansätze, auch mit Mentorenkonzepten, wo ich auch über künstliche Intelligenz, schön über Algorithmus dann Matching machen kann. Da haben viele Unternehmen dann sehr positive Erfahrungen. Thema personalisierte Ansätze, da hilft einfach die Technik, künstliche Intelligenz gestützte Talent Marketplaces, die Skillplaner entsprechend inkludieren. Ich kann mich noch erinnern, viele Jahre zurück, Excel-basierte Skillplaner, total tiefgehend, Datenfriedhof. Heute kann man das viel besser machen und kann wirklich auch aufzeigen, was gibt es für Stellenangebote, was gibt es für Entwicklungsoptionen und das auf den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen runtergebracht. Wochen basierend auf Skill-Analysen und mit Echtzeitdaten gibt es sehr schöne Möglichkeiten, das entsprechend zu tun. Heißt aber auch, ich muss da ein bisschen was tun. Ich muss dann beschreiben, was sind denn die Skills der Zukunft? Ich muss die vielleicht völlig neu gliedern in der Hierarchie, in der Skill-Taxonomie abbilden. Man muss dann auch klären, was sind denn die Rollen der Zukunft und wie kann man sich zwischen den Rollen auch bewegen. Das ist viel Arbeit, oft entfrachten und dann entsprechend neu aufstellen. Aber damit kann man wirklich viel im Sinne von Transparenz schaffen. Hier werden auch Career Mobility Programme dann angesprochen. Warum sind die wichtig im Sinne von Employee Experience? Das, was wir abfordern in der Zukunft mit, es muss viel mehr gelernt werden, es müssen Erfahrungsskills erarbeitet werden. Traditionell sind das nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewohnt. Da muss man auch dann vielleicht helfen, diese Denke entsprechend reinzukommen, da zu unterstützen. People Analytics, ja, die Skillplaner, die bieten große Chancen. Aber nichts ist schlimmer, wie ich motiviere die Belegschaft, so ein Skill Assessment zu machen und ich kriege keine Response. Das ist eine Blackbox, ein Datenfriedhof. Das geht besser. Da müssen Rückmeldungen dann passieren und in gut gemachten Systemen kann ich auch dann lernende Systeme quasi einsetzen, die mir aufzeigen, wo geht es denn hin mit dem Skillbedarf der Zukunft, wenn sich Personen bewegt haben, erfolgreich bewegt haben, was macht deren Erfolg entsprechend aus in unterschiedlichen Rollen? Hier kann ich einfach die Technik nutzen. Entscheidend ist, dass ich wirklich als Ziel eine Transparenz über Chancen, aber auch über den Bedarf, den ich im Unternehmen dann habe, dann schaffe. Und zu guter Letzt, ja, zusammengefasst, die Geschäftsleitungskommunikation ist elementar. Ich muss erklären, wo geht's hin, was sind die Strategien, wo sind wir erfolgreich, wo scheitern wir entsprechend auch. Und ich muss kurz erklären, warum ist das Thema Employability, also Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, ein Muss und für den Erfolg des Unternehmens, auch für den Erfolg jedes Einzelnen. Also hier mal zusammengefasst, Ansatzpunkte für ein Talentmanagement der Zukunft. War der Titel auch mit Workforce Career Management dann unterlegt? Mal einen Blick drauf, was verbirgt sich dahinter und gibt es da Blaupausen für einen Erfolg? Workforce Career Management ist Teildisziplin und das muss eng verlinkt sein mit Talent Management, das muss strategisch ausgerichtet sein. Wenn ich schaue, wo stehe ich hier, was sind Ansatzpunkte als Berater, sage ich immer, lass uns mal auf die einzelnen Dimensionen schauen, auf den Reifegrad schauen, wo sind sie denn und was bietet sich an, hier entsprechend zu tun. Und der Ansatzpunkt ist eigentlich immer zuerst auf die Strategie zu schauen, datengestütztes Workforce Planning.
eine hohe Kunst. Wie weit sind Sie denn im Reifegrad? Geht es wirklich darum, den besten Platz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und die Entwicklung zu fördern und das über Daten abzuleiten und individuell zu machen? Oder ist es nur ein Buzzword? Da steckt nichts dahinter. Und das ist im Prinzip der zweite Bereich, auch das Thema Kultur. Einfach mal schauen. Kultur macht es möglich, aber was haben wir denn für eine Kultur? Wie offen sind denn die Mitarbeitenden für Wechsel? Was wird denn propagiert? Was wird wirklich gelebt? Und wie geht eine Führungskraft denn um, wenn zwei wichtige Mitarbeiterinnen dann in den nächsten Bereich weitergehen? Wie ist denn aufgesetzt, dass ich mich hier entsprechend dann ergänzen kann mit meinem Skillbedarf? Das hat viel mit Kultur zu tun. Im Fokus stehen natürlich die Mitarbeitenden. Und da geht es wirklich darum, sie zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, um den Anforderungen dann der Zukunft gerecht zu sein und sich auch entsprechend ihrer Karriereerwartungen zu bewegen. Eine zentrale Rolle in dem Spiel sind einfach die Führungskräfte. Führungskräfte sehe ich als Kulturträger, sind täglich gefordert in ihrer persönlichen Leadership. Wenn wir über Retention sprechen, dann ja, sie wird maßgeblich bestimmt, das wissen wir, vom Verhalten der Führungskräfte, die im Dialog mit ihren Teammitgliedern sind. Ja, und schlussendlich Systeme. Oft werden sie als Allheilmittel beschrieben. Natürlich bieten sie viele Chancen, Skalierung, Automatisierung. Aber um ehrlich zu sein, Technologie ersetzt nicht das persönliche Gespräch. Über Technologie kann ich nicht alles lösen. Ich kann Transparenz schaffen. Ich kann vielleicht helfen beim Navigieren. In dem Sinne ist bei so einem Check, wo steht ein Unternehmen, immer die Frage nach der Digitalstrategie. Wo sind Sie? Wo geht's hin? Das Vorgehen Step by Step ist da wichtig und nicht mit einem ganz tollen System starten, das dann von niemand bedient wird. Das ist dann eine Investition, die geht eher ins Leere. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was ist denn der Fokus von so einem Workforce Career Management als eine wichtige Disziplin innerhalb vom Talent Management? Es geht sehr viel um das Thema Karriere, Karrieremobilität, auch das Thema Förderung der Lernkultur. Es geht um die Beantwortung von zentralen Fragen, die sich die Mitarbeiterinnen dann stellen. Wo stehe ich aktuell? Was ist mein nächster Schritt? Wie komme ich dorthin? Welche Skills muss ich dafür aufbauen, um die Schritte machen zu können? Führungskräfte stellen sich die Fragen, wie inspiriere ich und motiviere ich mein Team? Auch mit Blick auf die Entwicklung. Wie ermögliche es denn meinen Teammitgliedern, ihre Karriereziele zu erreichen? Und auf Organisationsebene, Unternehmensebene ist natürlich wichtig zu wissen, welche Skills sind denn vorhanden? Wie können wir denn unsere Skill Gaps entsprechend füllen? Schön ist zu wissen, was wünschen sich denn unsere Mitarbeiter für ihre Karriere und Arbeitsweise und die richtigen Ansatzpunkte für Weiterbildung zu haben. Beim Workforce Career Management geht es dann darum, wie und wo bekomme ich denn Antworten? Wer kann mir denn helfen bei entsprechenden Antworten, um das Thema Mobilität und Lernkultur entsprechend zu fördern? Vielleicht zum Abschluss die Frage, was macht denn jetzt Right Management oder Bereich Talent Solutions? Da habe ich hier mal ein Bild mitgebracht, das ist so ein bisschen ein Strauß oder, wenn ich beim Bild bleibe, eher ein Rad an Optionen, die wir hier haben. Die linke Hälfte bildet eher so die digitalen Lösungen ab. Da geht es um so ein Talent Marketplace. Rechts eher noch die analogen Lösungen, die natürlich mit digitalen Themen unterstützt sind. Und da haben wir die Führungskräfte als eine wichtige Zielgruppe, die einfach Schritte nach vorne machen können, müssen, um effektive Karrieregespräche zu führen. Da gibt es schöne Möglichkeiten, auch mit digitalen Coachings Führungskräfte auch bei dieser Herausforderung dann zu begleiten. Nicht nur, dass in Webinaren oder in Workshops mit Führungskräften gearbeitet wird. Wir arbeiten auch auf der Ebene der Zielgruppe der Mitarbeiterinnen und haben da Veranstaltungen, um sie mal ein bisschen, ja, an die Hand zu nehmen, zu öffnen, die richtigen Fragen zu stellen, dass sie aktiv werden, dass sie das Thema entsprechend angehen. Und das ist ein Erfahrungswert, dass wenn man hier investiert, dass man wirklich dieses Öffnen, diese Bereitschaft sehr stark fördern kann mit entsprechenden Ansätzen.
begleitet, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiterinnen mit Career-Coaching-Optionen unterschiedlicher Art, kann digital sein. Auch bei Veränderungsprozessen, wenn unsicher ist, wie geht es denn weiter, was habe ich für Optionen, ist das etwas, was man gut entsprechend einsetzen kann. Die linke Seite, wie angesprochen, eher die digitalen Lösungen, so ein Talent Marketplace. Hier arbeiten wir mit RightMap, heißt das Tool, das wir einsetzen, ist eine künstliche Intelligenz gestützte Technologie, die ein vollständig mobiles Karriereumfeld schafft, die über eine Schnittstelle angebunden wird ans HR-Core-System, die skalierbar ist. Da gibt es verschiedene Module, die brauche ich nicht alle. Ich muss nicht eine Nachfolgeplanung in Workday SAP und in RightMap führen, sondern ich kann auswählen, was setze ich ein, was bringt mir eine wirkliche Ergänzung, wenn ich an die HR-Kolleginnen und Kollegen denke. Geht es darum, natürlich Dateneinblicke zu bekommen. Wo stehen denn die Organisationen? Was habe ich denn für Mitarbeiterfähigkeiten? Wie ist die Mobilität ausgeprägt? Wie kann ich die entsprechend fördern? Wo funktioniert es? Talent-Pipelines aufbauen, aber auch Infos über Qualifikationsdefizite zu bekommen und aus Sicht der Mitarbeitenden und der Führungskräfte eher zu gucken, wie kann ich das Talentthema dann, das Karrierethema dann fördern? Wie kann ich inspirieren? Wie kann ich Transparenz schaffen und wie bewege ich mich entsprechend im Unternehmen? Viel mal zu Angeboten, die wir hier haben. Ich kann jetzt nicht wie Martin was Tolles anbieten, einen kostenlosen Check, Reputation. Aber ich kann anbieten, dass wir gerne auch so einen Check einfach mal machen. Kommen Sie auf mich zu. Wir schauen mal, wo Sie sind. Und wenn Sie sagen, wir wollen ein paar Dinge ausbauen im Sinne von Workforce Career Management, bin ich gerne bereit, mal mit Ihnen einen Check zu machen, wo man steht und was dann passende Ansatzpunkte. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten im Q&A-Bereich. Vielleicht sind da einige da und ich möchte vielleicht den Übergang machen mit einer Quote, die ich hier gesehen habe, die mir gut gefallen hat. The talent you need may be the talent you already have. Wenn ich mich an meine Rolle als HR-Direktor dann zurück erinnere, war es oft so, dass man schnell reagiert hat, okay, dann gehen wir zum Markt, dann müssen wir jetzt dann schnell austauschen. Heute wissen wir, dass es nicht immer erfolgreich ist und dass es wirklich wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was habe ich denn im Unternehmen, wie kann ich Personen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gezielt fördern und vielleicht ist das eine bessere Lösung, wie verzweifelt am Markt zu suchen und nicht das zu finden, was ich gerne hätte. Vielen Dank fürs Erste, für eure Durchhaltevermögen beim Zuhören. Danke. Wir haben zu danken. Wir haben dir zu danken für deine genommene Zeit, für die spannenden Inhalte, die du uns mitgebracht hast. Ich möchte, bevor wir in das Q&A tiefer einsteigen, kurz mal eine These aufstellen und ich würde gerne mal deine Reaktion dazu hören, beziehungsweise deine Antwort darauf. Die ist vielleicht auch ein bisschen provokativ, aber ja. Die These ist folgende. Einer der größten täglichen oder wiederkehrenden Kämpfe oder, ja, weiß ich nicht, Grabenkämpfe von HR ist der mit der betriebseigenen Geschäftsleitung. Ja. Was sagst du dazu? Als HRler muss mich eigentlich, wenn ich HR verantworte, eigentlich als Teil der Geschäftsleitung sehe und ich brauche den Austausch. Ich muss das Geschäft verstehen und ich werde auch dann den Mund sehr laut aufmachen müssen, wenn ich quasi gefordert werde. Du musst für die Umsetzung der Businesspläne, die haben wir aufgesetzt, ohne mit HR zu sprechen, ohne auf Marktgegebenheiten zu achten. Du musst einfach die Leute entsprechend beibringen, dass wir unser Geschäft machen können. Das ist klar, da braucht es ein Verständnis. Wir werden gemeinsam erfolgreich sein. Wir brauchen alle Geschäftsleitung und auch Führungskräfte. HR wird nicht die Rolle von Personalentwicklung, von Recruiting alles alleine machen können, sondern wenn eine Geschäftsleitung diese Rahmenbedingungen nicht versteht und entsprechend auch dann kommuniziert an Führungskräfte, aber auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann werden wir als Unternehmen ein Problem haben, erfolgreich zu sein. Das heißt, es braucht diesen Dialog, der ist ganz, ganz wichtig, aber es braucht eigentlich ein gemeinsames Verständnis am Ende. Okay, als Stufe 1 finde ich das schon ganz gut. Ich will es aber noch mal kurz vertiefen, weil ich habe nämlich passenderweise, ich habe mich gestern
mit einem alten Freund getroffen, der in einem großen Medienunternehmen aus der deutschen Medienlandschaft arbeitet, die auch, was zum Beispiel das Thema Mitarbeiterbenefits ganz breit aufgestellt sind, was das Thema angeht. Du kannst ein Sabbatical machen, hast hier und da Vergünstigungen, hast tolle, ja, der Name sagt schon im Grunde Benefits in deinem Arbeitsalltag. Und trotzdem ist es so, dass er die Erfahrung von Kolleginnen und Kollegen schildert, dass sozusagen der eigene Input der Arbeit nicht mehr so viel bewirkt, sondern dass man auch so total, also schnell austauschbar ist. Ne? Also dass sozusagen Personal ist eine Ressource auf der einen Seite und das mache ich den Job nicht, wird ein neuer gesourced und der macht den dann weiter sozusagen und der persönliche Impact geht so ein bisschen verloren. Bist du noch da oder ist dein Bild eingefroren? Ah nee, okay. Ich bin noch da. Okay. Und die Frage zielt jetzt so ein bisschen darauf ab, also wo, du hast ja dieses Chart mit den 5 Dimensionen gezeigt, und passenderweise die Mitarbeiter ins Zentrum dieses Charts, ja, stehen da ja im Zentrum, wenn man so will. Was ist der Ansatz, was ist die Aufgabe von HR, auch in Zukunft sozusagen den Mitarbeitern auch zu vermitteln oder den ganzen Teammitgliedern der einzelnen Abteilung, dass ihr eigener Input wirklich einen Impact bringt, sozusagen, dass sie sich auch fortlaufend mit dem Unternehmen, wo sie sind, identifizieren können. Weil gerade bei der jungen Generation, die können sich bewerben, sehen aber auch Geschäftsmodelle, dass sie als Influencer oder TikTok-Star, ich übertreibe jetzt ein bisschen, auch die Blase wird so gemacht, ja, dass sie da auch viel Geld verdienen können, auch wenn es meinetwegen einer von 10.000 wirklich schafft. Was muss HR vermitteln oder wo kann HR da einen guten Input geben, dass die Leute sich wieder mehr auch mit ihrer Arbeit identifizieren? HR kann, aber nicht alleine, kann zusammen mit Geschäftsleitung und auch den Führungskräften schon den Rahmen schaffen. Wir werden nicht jedes Gespräch führen können, wo es um Personalentwicklung geht. Wenn ich es als Verantwortlicher in HR dann schaffe, dass Führungskräfte wirklich ernst gemeinte Gespräche führen über, was ist der Wert der Arbeit, was ist dein Beitrag, was ist deine Entwicklungsmöglichkeit. Und denk mal nach hier, wenn du dich nicht bewegst, in 2, 3 Jahren wird es eng in der Transformation. Also lass uns mal drüber legen, wo hast du Interessen, wo kannst du dich einbringen. Wenn das geführt wird, wenn dann passende Unterstützungsangebote kommen, wenn auch in der Geschäftsführung dann regelmäßig kommuniziert, das ist für den Erfolg des Unternehmens, aber auch im Prinzip für dich und für deine Zufriedenheit dann wichtig. Und Mitarbeitende erleben das dann als ehrliche Gespräche, als eine gute Unterstützung. Dann ist man einen Schritt weiter, dann erkennt man auch dann den Beitrag, den man als einzelner Mitarbeiter leisten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay. Weil ich gerade noch mal so was aufs Ohr gekriegt habe, dass wir noch ein paar Fragen haben, auf die wir noch vertiefend eingehen können, wollen wir die auch noch mal anschmeißen. Und deswegen müssen einmal kurz die Moderationsrechte wieder switchen und dann kommt gleich ein Chart, wo wahrscheinlich was zu sehen ist oder hoffentlich was zu sehen ist. Und dann kannst du ja vielleicht da auch noch mal kurz drauf eingehen. Willst du einfach mal top-down darunter gehen? Also wir haben die Great Resignation als Stichwort. Ist das schon Wirklichkeit oder ist das noch Zukunftsmusik? Ja, ich meine, wir hören viele Stichworte. Great Resignation, Quitting. Jetzt hat Martin Zahlen aufgezeigt, viele offene Stellen. Wie viele sind aktiv in der Bewerbung? Das ist unterschiedlich. Klar ist, die Erwartungen, die Bedürfnisse haben sich geändert. Es hängt an Branchen teilweise, es hängt an Unternehmen. Wenn ich mich sehr stark um meine Mitarbeitenden bemühe, wenn ich meine Entwicklungsgespräche führe, dann habe ich natürlich bessere Chancen, Mitarbeiter zu halten. Da, wo das nicht stattfindet, da, wo man nicht gewertschätzt fühlt oder vielleicht nicht sieht, ich liefere einen wichtigen Beitrag, da bin ich natürlich offener. Ich drehe es auch mal um. Viele Unternehmen merken, wie schwer es ist, dann an geeignete Kandidaten und Kandidaten dran zu kommen und was sie tun müssen, um die entsprechend anzusprechen, Reputation, aber auch an Einzelpersonen dran zu kommen. Ich glaube, wir werden es immer stärker spüren. Eine Offenheit ist da und einige Zahlen sagen schon, die Welt hat sich gedreht. Das sieht heute anders aus, als es noch vor 5 Jahren der Fall war. Dann der zweite Punkt sozusagen, was ist der Kickoff? Du hast ja vorhin auch gesagt, die Strategie, würdest du das hier auch wieder anführen? Ich würde
nicht bei der Strategie ansetzen, wenn es um Aktivitäten geht. Klar, und das, dass ich mich in HR dann auch gefordert, an dem Strategiethema dann zu arbeiten. Aber für mich spielen die Führungskräfte eine ganz zentrale Rolle. Sie sind das Bindeglied zu den Mitarbeitenden. Sie wissen, was sollten wissen, wo es hingeht. Sie sollen diese Gespräche führen. Das wird nicht HR oder eine Geschäftsleitung machen, sondern die Führungskräfte zu sensibilisieren über ihre Rolle, die sich geändert hat. Die sind nicht nur Recruiter nach außen, die sind nach innen auch ganz wichtig in der Personalentwicklung. Wobei natürlich muss die Verantwortung für die Entwicklung bei den Mitarbeitenden liegen, aber ich kann das entsprechend inspirieren, ich kann motivieren, ich kann ehrliche Gespräche führen und da bringe ich das Thema voran. Und anknüpfend, vielleicht beantwortet sich so ein bisschen die Frage von selber, weil ja auch Manpower oder auch Right Management da natürlich eigene Lösungen hat. Welches System oder Technologie empfiehlst du als Unterstützung? Also ich würde überhaupt kein System als solches dann speziell empfehlen. Da gibt es sehr viele gute. Ich glaube, entscheidend ist, bevor man sich mit dieser Frage stellt, da muss man schauen, wo steht die Strategie, wie weit ist denn mein Reifegrad, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch offen, sind sie tech-affin, um zum Beispiel einen Skillplaner in so einem System zu machen. Wenn ich kein Vertrauen habe ins Unternehmen oder in der Vergangenheit gemerkt habe, ich gebe Input von mir ein und es interessiert niemand, dann wird das System nicht die Lösung sein. Ich muss bereit sein zu investieren, ich muss das vorbereiten, ich muss aber auch Transparenz schaffen. Ich muss dann, was sind die Skills der Zukunft, was sind die Rollen der Zukunft, ich muss was in das System reingeben. Und wenn ich da bereit bin und vorbereitet bin, dann kann man über das System sprechen. Das System als solche ist für mich nicht die Lösung Nummer eins. Ja, abschließend noch eine Frage von mir, die sich mir jetzt gerade spontan stellt, bevor wir dann auch gleich zu Irina und Caroline von Urban Sports Club weitergehen. Aber wir haben hier in diesem Themenkomplex aus der ersten Frage Great Resignation und so weiter, Quiet Quitting und so weiter. Es ist ja das eine, dass ich von der Unternehmensseite als Mitarbeiter meinetwegen zum Beispiel mich nicht ausreichend wertgeschätzt fühle, dass ich nicht irgendwie die Möglichkeiten sehe, mich zu entwickeln oder dass ich kulturell mich vielleicht nicht so identifizieren kann. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch das, was ich dann auf zum Beispiel den Jobbörsen sehe, was mir da an Vielfalt an Stellen gezeigt wird. Also wenn man die einschlägigen Portale jetzt nimmt, ohne da mal jetzt eins gezielt irgendwie herauszupicken, dann sehe ich da Hunderttausende. Ich habe mal bei einem eben, als du gesprochen hast, parallel geschaut. Wenn ich einfach nur das Stichwort Manager eingebe für irgendeine Abteilung, ist ja egal, dann kommen da über 200.000 Inserate. So. Und natürlich ist das eine dann HR-Manager, das nächste ist Marketing-Manager und das dröselt sich auf, ist klar. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir durch Multiposting-Software von Job-Inseraten teilweise den gleichen Job 5-6 Mal draußen haben. So, und das verzerrt ja auch das Bild. Müsste nicht eigentlich HR oder Unternehmen da auch sich ganz klar zurücknehmen und sagen, hey, auf der einen Seite ist es sozusagen das Thema nach innen und auf der anderen Seite ist es aber auch, dass damit, wenn ich weniger Potenzial als Bewerber sehe, dann sind meine Abwanderungsgedanken vielleicht weniger konkret? Weil so habe ich natürlich den Eindruck irgendwie, okay, ey, da ist ja super viel, irgendwas wird es schon für mich geben. Die Frage und den Hintergrund der Frage gut verstehen. Ich gehe jetzt mal aus Sicht HR, ich bin im Unternehmen, wir haben einen Bedarf an was auch immer, dann versuche ich natürlich bestmöglich mich aufzustellen, um dann an Kandidatinnen dran zu kommen und zu sagen, so, ich ziehe jetzt zurück, ist, glaube ich, nicht die passende Strategie. Es ist ein Überangebot an Informationen und wichtig ist, ich muss intern dann meinen aktuellen Mitarbeitern so viel bieten, Wertschätzung, das sind nicht unbedingt die Benefits, aber so, dass ich dann wohlfühlen und nach außen muss ich vermitteln, warum bin ich interessant. Und ich kann nicht verhindern, dass es mehrfach gepostet wird. Spannend ist zu sagen, warum bin ich interessant? Ich glaube nicht, dass es eine Lösung sein kann. Ich nehme mich jetzt mal zurück. Jeder muss dann suchen, was ist für mich die beste Strategie, an die Talente zu kommen. Ja, so nach dem Motto, wenn es nicht alle machen, dann hat es keinen Effekt. Würde ich auch mal so sehen, ja. Ja. Okay.
Dann bleibt mir von meiner Stelle in deine Richtung sozusagen offen, nochmals vielen, vielen Dank zu sagen für die genommene Zeit, dir einen wunderbaren Restdienstag zu wünschen und eine tolle Restwoche und natürlich viel Erfolg bei den Projekten, die in diesem Jahr noch auf euch warten oder auch auf dich warten. Vielen Dank, Marius, hat Spaß gemacht. Danke sehr. Wunderbar, bis dann. Tschüss. Ciao. Und so dreht sich das Rad weiter. Caro Jurina, wollt ihr euch dazu schalten? Fantastisch. Wir sind ja farblich im Partnerlook heute hier. Guten Morgen. Unabgesprochen tatsächlich. Ja, das kann ich bezeugen. Unabgesprochen. Super, schön, dass ihr da seid. Wir sehen euch, wir hören euch. Wem von euch beiden sollen wir denn jetzt mal kurz die Übertragungsrechte zuschustern, weil ihr ja namentlich hier beide gerade im Panel seid? Wieder an mich, also wieder an Caroline bitte. Super, also das haben wir doch schon geschafft und dementsprechend müsste jetzt bei euch eine Meldung aufpoppen, dass ihr euren Bildschirm freigeben könnt. Vielleicht, Jurina, kannst du uns parallel, während die Caro schaut, schon mal so ein erstes Intro zu euch beiden geben. Wie seid ihr in der Urban Sports Welt verankert? Seid ihr selber große Sportskanonen, dass ihr gesagt habt, hey, das Angebot ist super passend für uns gewesen und jetzt haben wir auch noch einen coolen Arbeitgeber gefunden? Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Also genau, wir sind beide im People Operations Bereich bei Urban Sports Club und ich glaube, Caro ist noch ein bisschen sportlicher als ich unterwegs, aber wir mögen beide total gerne. Also wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die Urban Sports Club Mitgliedschaft voll ausnutzen können. Ja. Vielleicht, das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht wollt ihr kurz die Bühne auch nutzen, also ehe ihr gleich in das Thema hybride Arbeitsmodelle einsteigt. Ich hatte es ja eingangs so ein bisschen erwähnt. Das Kerngeschäft von Urban Sports Club ist ja eigentlich ein anderes und das dadurch, dass wir hier im HR-Themenkomplex sind und ich auch schon Kontakt mit einer entsprechenden Kollegin aus dem Team bei euch hatte, im Zuge der Firmenmitgliedschaft und dem Thema, dass ich für meine Mitarbeiter, Teammitglieder hier was Cooles mit euch machen kann. Vielleicht wollt ihr dazu kurz ein, zwei Takte sagen, ehe wir einsteigen? Total gerne. Wir können dafür aber auch schon unsere erste Folie einmal nutzen, dann kann ich direkt einmal weiterklicken. Umso besser. Unser Angebot einmal dargestellt für alle, die vielleicht noch nichts von Urban Sports Club gehört haben oder interessiert daran sind. Mit unserer Mitgliedschaft hat man ein super umfangreiches Sportangebot. Also wie man hier schon sieht, über 50 verschiedene Sport- und Wellness-Angebote an über 7000 Standorten in Deutschland und auch weder Standort noch zeitgebunden. Also man kann Indoor, Outdoor, aber auch online, on demand oder live online die meisten Sportarten, zumindest die man auch zu Hause machen kann, nutzen mit unserer Mitgliedschaft. Und unser Angebot ist wirklich total umfangreich, wie man hier sehen kann. Also die Sportarten gehen wirklich von Schwimmen, Yoga, Bouldern, Tennis, Wellness, also wirklich eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann als Mensch, der gerne Sport macht. Sozusagen von A bis Z, hier von S bis Y alles dabei, ja? Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, die Werbebotschaft des Sponsors ist jetzt beendet und wir gehen mal auf euren hybrides Arbeiten-Titel so ein bisschen mehr ein. Bühne frei für euch beide, schön, dass ihr da seid. Ich werde mich jetzt mal hier kurz zurückziehen, komme dann wieder zum Q&A zurück und überlasse euch das Reden. Super, vielen Dank. Genau, also bevor wir einsteigen, können wir uns sonst auch noch mal kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen. Caro, möchtest du einmal? Genau, ich würde gerne einmal starten. Wie schon gesagt, ich bin Caroline, habe lange Jahre als Einkäuferin gearbeitet und über mein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie den Einstieg in den People-Bereich gemacht, habe dann in einem E-Health-konzernartigen Unternehmen gearbeitet und wollte dann nochmal die andere Seite des Start-ups und Scale-ups erleben und habe dann im Fintech-Bereich gearbeitet, bin jetzt seit 1. Juli bei Urban Sports absolut happy hier zu sein, da ich auch sehr, sehr sportbegeistert bin und sehr hinter dem Produkt stehe. Genau, und bin im People-Bereich tätig, vor allem für Projekte und Prozesseffizienz. Perfekt, dann genau noch einmal kurz zu mir. Also bevor ich bei Urban Sports Club angefangen habe, habe ich International Business studiert, war immer super interessiert an internationalen Unternehmen, habe da auch viel Erfahrung im Personal gesammelt, unter anderem bei Warner Brothers Entertainment und bei der Zalando SE, bis ich jetzt dann im Mai bei Urban Sports Club angefangen habe.
Und genau, heute wollen wir euch ein bisschen über das Thema mobiles Arbeiten erzählen und zwar und wie wir das bei Urban Sports Club aufgebaut haben. Nach der oder in der auslaufenden Corona-Pandemie stehen wir jetzt nämlich vor dem Problem, dass in unseren Arbeitsverträgen und vielleicht sieht es bei euren Arbeitgebern ähnlich aus, ein fester Standort angegeben ist und auch trotzdem, dass wir in der Ausnahmesituation in der Pandemie alle schön gemütlich von zu Hause arbeiten konnten, gibt es dazu eigentlich kein Gewohnheitsrecht und eigentlich müssten alle Arbeitnehmenden an den Standort, der im Arbeitsvertrag festgelegt ist, zurückkehren. Das wollen wir allerdings nicht und wir bei Urban Sports Club haben uns auch dazu jetzt überlegt, ein Rahmenwerk aufzusetzen, damit wir weiterhin mobiles Arbeiten ermöglichen können. Das ist uns besonders wichtig und ich glaube, das geht vielen ähnlich, weil wir eben diesen guten Ausgleich zwischen den betrieblichen Anforderungen und den persönlichen Bedürfnissen nach Flexibilität schaffen wollen. Jeder möchte gerne flexibel sein, von überall arbeiten und das wollen wir natürlich auch in den rechtlichen Rahmen jetzt packen, damit wir das weiterhin ermöglichen können. Dennoch ist uns auch wichtig, dass man sich mal persönlich sieht und dazu wollen wir die Bürotage, die man dann als einzelne Teams oder als ganze Abteilungen veranstaltet, sehr zielgerichtet gestalten, damit es auch immer einen Grund gibt, wenn die Mitarbeiter ins Büro kommen müssen. Aber natürlich darf auch jeder freiwillig, wann immer er möchte, ins Büro gehen. Genau, bei uns sieht unser Rahmenwerk so aus, dass es aus zwei Teilen besteht. Wir haben nämlich nicht nur einen Standort hier in Berlin und in anderen Standorten in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern innerhalb der EU. Und um das alles in einen Rahmen zu packen, haben wir unser Rahmenwerk für mobiles Arbeiten zweigeteilt. Und zwar haben wir einmal die europaweite Guideline, die für all unsere Mitarbeiter standortübergreifend auch in den anderen Ländern gilt. Und hier ist einmal festgelegt, so zum Beispiel die Zeiträume, wie lange man im Ausland arbeiten darf, wie lange man von zu Hause arbeiten darf und auch der interne Prozess, wie dann der Genehmigungsprozess aussieht, wenn man zum Beispiel aus Portugal arbeiten möchte als deutscher Mitarbeiter. Allerdings sind in dieser europaweiten Guideline, die für alle gelten, noch keine rechtsverbindlichen Daten dargestellt. Und die spielen dann erst eine Rolle in den nationalen Richtlinien, die ihr auf der rechten Seite seht. Deshalb gibt es pro Land bei uns nochmal eine extra Richtlinie, die dann eben dem nationalen Arbeitsrecht, nach dem nationalen Arbeitsrecht entwickelt wurden. Und die sind natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Wir wollten aber versuchen, dass alle ungefähr die gleichen Richtlinien haben, daher dann übergreifend diese europaweite Guideline und dann nochmal spezifischer in den nationalen Guidelines. Um mal einen ganz kurzen Überblick in unsere europaweite Guideline zu werfen. Es gibt nämlich in der EU das 183-Tage-Recht. So lange darf man ohne dass man in dem Land, in dem man arbeitet, innerhalb der EU Steuern zahlen muss, arbeiten. Und wir wollen unseren Mitarbeitern natürlich anbieten, so lange wie möglich im EU-Ausland zu arbeiten, wenn sie gerne mal aus einem, vielleicht jetzt, wo der Winter naht, in einem sonnigeren Ort arbeiten wollen. Und intern haben wir festgelegt, dass unsere Mitarbeiter also 4 von 12 Monaten pro Kalenderjahr aus einem anderen Urban Sports Club Büro arbeiten können. Und von diesen 4 Monaten dürfen sie auch 3 Monate in irgendeinem anderen EU-Land arbeiten, wo wir auch zum Beispiel keinen Standort haben. Hier ist noch wichtig, dass wir für unsere Mitarbeitenden, die nicht aus der EU kommen, dass wir sie bei Visumsfragen unterstützen, wenn sie in einem anderen EU-Land arbeiten wollen. Aber wenn es um Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragen geht, dann kümmern sie sich selbst darum. Und genau, dann steigen wir einmal in unsere nationale Guideline ein, die dann für Deutschland gilt. Genau, ich mache einmal an der Stelle weiter. Unser deutsches Rahmenwerk besteht aus 3 unterschiedlichen Dokumenten. Einmal aus der Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, dann einer mobilen Arbeiten-Richtlinie sowie einem Merkblatt zu der Richtlinie. Wir schaffen damit innerhalb einer Grauzone einen rechtlichen Rahmen, der aus diesen 3 unterschiedlichen Dokumenten besteht
und haben alle drei Dokumente vorerst bis 2023 Ende Dezember befristet. Das hat zwei verschiedene Gründe. Einmal, dass wir den MitarbeiterInnen Sicherheit geben wollen, dass mobiles Arbeiten auf jeden Fall weiterhin, je nachdem, also unabhängig davon, wie es mit Corona weitergeht, weiterhin möglich ist, und aufgrund der politischen Lage, welche Sachen sich weiterhin ergeben, dass wir da auch Anpassungen vornehmen können oder gegebenenfalls das Ganze sogar auch kündigen müssen. Genau, starten wir einmal mit dem ersten Dokument der Zusatzvereinbarung. Also die Zusatzvereinbarung wird bewusst schon im Wording Zusatzvereinbarung genannt, da es keine Vertragsänderung im klassischen Sinne ist, wie ein Addendum, wo der Titel oder Ähnliches geändert wird, sondern es ist eine zusätzliche Vereinbarung zu dem aktuell gültigen Arbeitsvertrag, die dann auch nach der Rechtslage dementsprechend anpassbar ist. Es ist ein sehr generalistisches Dokument, und darum geht es vor allem, die Erweiterung zu schaffen, dass zu dem Standort, der in dem Arbeitsvertrag ist, auch mobil gearbeitet werden kann. Wir haben hier jetzt einmal unterschiedliche Kernaussagen aus dem Dokument für euch mit aufgelistet. Einer der Punkte ist, dass mobiles Arbeiten an einem erweiterten Arbeitsort bis zu 4 Tagen pro Woche möglich ist. Dabei wird vor allem auch an von zu Hause arbeiten gedacht. Also viele denken bei mobilen Arbeiten ja auch direkt an die in der EU-Arbeit. Aber es geht vor allem darum, dass in unseren Arbeitsverträgen aktuell mobiles Arbeiten noch gar nicht rechtlich geregelt war und damit die feste Zusicherung bis durchschnittlich 4 Tage pro Woche. Wir haben häufig die Frage bekommen, warum durchschnittlich 4 Tage pro Woche? Als PersonalerInnen wissen viele um den Unterschied oder schon das Wording, mobiles Arbeiten, keine Ahnung, hybrides Arbeiten, Homeoffice, also dass sogar schon mobiles Arbeiten und Homeoffice unterschiedliche rechtliche Anforderungen mit sich tragen. Und da wir keine Homeoffice-Vereinbarung treffen wollen, sondern mobiles Arbeiten festlegen wollen, haben wir die maximale Tagesanzahl pro Woche genommen, um nicht schon in der Homeoffice-Situation zu sein. Ebenfalls mit in dem Paragraph steht drin, dass es mit Abstimmung mit der Führungskraft entschieden werden soll. Also es musste eine Zahl rechtlich mit reingenommen werden, weil sonst ist man sofort in der Homeoffice-Situation. Aber im Endeffekt kann alles in Abstimmung mit dem Team, mit der Führungskraft entschieden werden, wie oft tatsächlich ins Büro gekommen werden muss und wie oft von zu Hause oder vielleicht sogar außerhalb Deutschlands gearbeitet werden kann. Dann regeln wir in der Zusatzvereinbarung noch, dass das Unternehmen keinerlei Kosten übernimmt, die mit der mobilen Arbeit anfallen könnten, also in Bezug auf Unterbringung, zusätzliche Internetkosten, was auch immer an Kosten anfallen könnte. Wir als Arbeitgeber tragen keine Kosten dafür. Zusätzlich ist in der Zusatzvereinbarung geregelt, dass es zu jeder Zeit angepasst oder ergänzt werden kann, damit wir uns genau das am Anfang erklärte Problem offen lassen müssen können, dass je nachdem, wenn externe Faktoren kommen, wir gegebenenfalls die Zusatzvereinbarung nochmal anpassen müssen. Des Weiteren haben wir mit drin, dass die Zusatzvereinbarung mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden kann. Das kann einmal komplett ganz unternehmensseitig passieren oder auch auf individueller Basis. Man möchte nicht davon ausgehen, man weiß nicht, auf welche Probleme man stößt. Keine Ahnung, Vertrauensprobleme, man hat das Gefühl, Arbeit wird nicht richtig erledigt. Deswegen kann auch individuell mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten gesagt werden, okay, die Zusatzvereinbarung wird hiermit aufgekündigt. Ebenfalls enthalten ist, dass das Unternehmen den Arbeitnehmenden dazu auffordern kann, unter Einhaltung einer einwöchigen Frist ihn zurück ins Büro bestellen kann. Das soll natürlich unter beidseitiger Interessenabwägung stattfinden. Also das war auch ein Punkt, der auf jeden Fall auf viel Widerstand gestoßen ist. Aber man stelle sich folgendes Szenario vor. Man hat festgelegt, dass man nur dienstags ins Office kommt. Donnerstag ist ein wichtiger Kundentermin. Und vorher muss angekündigt werden oder sollte angekündigt werden, wenn es abweichende Regelungen gibt, dass die Person diesen Kundentermin im Büro oder vor Ort, wo der Kunde auch immer ist, wahrnimmt. Nicht das Szenario, dass jemand Flüge umbuchen muss und so weiter. Also sowas sollte natürlich die absolute Ausnahme regeln. Dann kommen wir zur Richtlinie. Die Zusatzvereinbarung, wie eben schon gesagt, ist vor allem auf die Erweiterung des Arbeitsortes bezogen und bezieht sich innerhalb des Dokuments auf die Richtlinie. Die Richtlinie ist dann quasi das Werk, was die ganze Ausgestaltung und die Erbringung der Arbeitsleistung viel detaillierter auflistet und regelt. Also viele Punkte doppeln sich teilweise mit der Zusatzvereinbarung, aber es wird noch auf viel mehr Punkte eingegangen, wie zum Beispiel also das Daranhalten an die unterschiedlichen Zeitzonen, Erreichbarkeitsregelungen,
Arbeitszeitregelung, also Gesundheitsschutzregelung und so weiter. Und folgende Kernaussagen möchten wir an der Stelle nochmal hervorheben. Einmal, dass das wir persönlich als Unternehmen festgeregelt haben, dass mobiles Arbeiten für alle ArbeitnehmerInnen zulässig ist. Also enthalten sind auch Praktikanten, Werkstudenten und, und. Also jeder hat das Recht, mobil arbeiten zu können, bis auf Positionen, deren Anwesenheit erforderlich ist. Wir hatten jetzt hier beispielhaft Office Management zum Beispiel aufgelistet. Dann ganz, ganz wichtig auch an der Stelle, gerade wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir diesen rechtlichen Rahmen in Grauzonen niederschreiben und rausgeben. Es gibt keinen grundsätzlichen Anspruch, in einem anderen EU-Land zu arbeiten. Alles sind Einzelfallentscheidungen. Also das ganze Rahmenwerk, auch dieses Wording der Zusatzvereinbarung baut darauf aus, dass wir, ja, wir möchten gerne mobiles Arbeiten ermöglichen, also loslösen ein bisschen von dem Standort, der in dem Arbeitsvertrag ist. Aber nicht, dass man grundsätzlich immer, wenn man möchte, in einem anderen EU-Land arbeiten kann. Genau, dann haben wir noch, wir als Unternehmen selbst haben Vertrauensarbeitszeit. Deswegen gehen wir an der Stelle auch darauf ein, dass wir darauf vertrauen, dass ordnungsgemäß die Arbeit erledigt wird, aber wir uns vorbehalten, Arbeitszeiterfassungen anzufordern. Da muss man jetzt nochmal gucken, wie sich die rechtliche Situation, also es ist ein guter Beispielfall, wie die rechtliche Lage auch flexibel ist und sich ändert. Ich meine, von dem neuen Gesetzesurteil ist es ja noch nicht, aber dass da gegebenenfalls eine Zeiterfassung auf uns zukommen könnte, muss man gucken, wie sich das an dem Punkt ausgestaltet, überhaupt mit unserer Vertrauensarbeitszeit. Aber für den Moment haben wir es so geregelt. Und dann nochmal, wenn wir von Unternehmensseite das mobile Arbeiten beenden, erstatten wir keine Kosten für die Rückkehr zum Standort. Und als letztes händigen wir noch ein Merkblatt mit aus. Hier gehen wir einfach auf ganz klassische Informationen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz, Datenschutz ein. Es ähnelt ein bisschen einer Unterweisung, die erforderlich wäre in einer Homeoffice-Situation. Da wir trotzdem als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für die Sicherheit oder für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben, geben wir nochmal ein mehrseitiges Merkblatt drauf, wie die Person sich im besten Fall zu verhalten hat, wenn sie mobil arbeitet und vielleicht nicht krumm und schief am Küchentisch sitzen sollte bei weniger Beleuchtung oder was auch immer. Wir wissen ja alle, wie man vielleicht zu Hause arbeitet. Deswegen wenigstens dieses Merkblatt als ähnliches Dokument wie eine Unterweisung. So, das war jetzt ziemlich viel Input. Ich würde unterm Strich nochmal die 6 Kernaussagen für euch hervorheben und zusammenfassen. Genau, als erster Punkt, diese Regelung mit unserer Guideline und dann dem Rahmenwerk, also die ganzen Zeiträume, die wir am Anfang angepasst haben, ist natürlich eine komplett unternehmensseitige Entscheidung, dass wir jetzt unterschiedliche Modelle haben von Wechsel vom Arbeiten an einem anderen Standort zu grundsätzlich in der EU-Arbeit und, ist natürlich unternehmensseitig die Entscheidung. Das haben wir in unserer Guideline geregelt und auch nur in der Guideline, weil wir ja quasi in der Richtlinie sagen, dass es kein grundsätzliches Recht auf Arbeiten in der EU gibt. Deswegen befinden sich diese Sachen auch nur in der Guideline. Ebenfalls enthalten, auch nur in der Guideline, ist unser ganzer Workflow. Also wie ist der Genehmigungsprozess? Wann muss man was einreichen? An wen muss man sich wenden? All diese Sachen sind in der Guideline geregelt und gelten dementsprechend für alle unsere Standorte, die wir haben, da das möglich ist, so zu regeln. Bei den Richtlinien ist es dann ja rechtlich wieder anders. Genau, dann die wichtigsten Daten zu dem deutschen Rahmenwerk. Einmal noch hervorheben diese 4 Tage mobile Arbeit pro Woche im Durchschnitt. Dann die einwöchige Ankündigungsfrist des Wiederzurückkommens zum Standort, der im Arbeitsvertrag ist, und die allgemeine Kündigungsfrist von 3 Monaten auf individueller Basis oder komplett unternehmensweit. Bei Nummer 3 nochmal, dass es gibt kein allgemeines Recht, mobil in der EU zu arbeiten. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und Nummer 4, wir als Unternehmen übernehmen keine Kosten in dem Zusammenhang. Je nachdem, welche Kosten anfallen können, wir wissen es nicht, das Internet fällt zum Beispiel aus, man muss sich mobile Daten zusätzlich auf dem Handy runterladen, um sich einen Hotspot zu geben. All diese Kosten tragen wir als Unternehmen nicht. Man muss selbst für sich absichern, dass man die Arbeitsleistung erfüllen kann. Dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt Nummer 5.
Wir als Unternehmen sichern das rechtliche Rahmenwerk ab. Wir ermöglichen, dass mobil auch vertraglich verankert gearbeitet werden kann. Aber für alle weiteren Fragen, Steuerfragen, wenn man in der EU arbeitet, gegebenenfalls extra Auslandskrankenversicherung und, all diese Themen liegen alle in der Verantwortung der MitarbeiterInnen. Das liegt nicht bei uns als Unternehmen. Wir möchten mobile Arbeit vertraglich verankern, aber alle weiteren Fragen liegen bei den MitarbeiterInnen. Genau, und nochmal als letzter Punkt, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ganze Rahmenwerk ist vorerst erstmal befristet. Wir möchten gerne hybrid arbeiten, wir möchten gerne mobiles Arbeiten ermöglichen. Deswegen ist die Guideline zum Beispiel nicht befristet, aber der rechtliche Rahmen, externe Faktoren, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Deswegen vorerst die Befristung, was uns von unseren Anwälten, die uns beraten haben, empfohlen haben, das erstmal bis Ende 2023 zu befristen. So, wir haben hier als Beispiel noch einmal aufgenommen, ob man sich schon mal die ganzen AGBs eines Vertrages durchgelesen hat. Sehr wahrscheinlich ist die Antwort nein. Und unserer Erfahrung nach, gerade in den Vorstellungen, die wir im Unternehmen hatten, sind wir auf viele Fragen, Sorgen gestoßen. Also es klingt in erster Linie nach Einschränkungen, wenn man vorher, weiß ich nicht, gemacht hat, was man möchte, von überall arbeiten konnte. Diese ganze Regelung, die ja eigentlich selbstverständlich, meinte man selbstverständlich, mit dem Arbeitsverhältnis einhergehen sollten und die haben wir wahrscheinlich auch schon erfüllt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass wir auf jeden Fall viele Fragen dazu bekommen haben, weshalb es auch super wichtig ist, auf die einzelnen individuellen Fragen einzugehen und nochmal dieser Vergleich mit den AGB. Es ist ein Rahmenwerk, es wird extrem viel darin geregelt, aber viele Situationen werden ja gar nicht zum klassischen Anwendungsfall kommen. Aber wie in AGBs, man sichert sich für jeden Fall ab und so ist natürlich auch so ein riesengroßes Rahmenwerk mit den unterschiedlichen Dokumenten. Wir als Unternehmen sichern uns ab und so haben wir auch probiert, vor allem Verständnis und Wissen an Führungskräfte und MitarbeiterInnen weiterzugeben, da heranzugehen. Genau, dann wären wir schon am Ende. Wenn im Anschluss an den Vortrag noch weitere Fragen sind, können sich jeder gerne bei uns individuell melden. Wir haben nochmal unsere Kontaktdaten hier hinterlegt, also kommt gerne auf uns zu. Sehr gut, kann ich nur auch empfehlen. Klingt jetzt so ein bisschen platt, aber wenn noch Fragen sind, geht natürlich gerne auf die beiden direkt zu. Wie hat es euch gefallen? Seid ihr zufrieden mit eurer Pace? Hättet ihr noch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erzählen können? War der Zeitrahmen für euch okay? Ja, absolut. Das hat gepasst, glaube ich. Ich glaube, mehr individuelle Sachen kann man ja gar nicht rausgeben. Viel ist ja auch, ich meine, es ist unsere unternehmensseitige Entscheidung, unsere Risikoabwägung, nachdem wir quasi eine sehr klassische Beratung vom Anwalt bekommen haben, viele Sachen, auch die Guideline und so weiter, wie das aufgesetzt wird, das liegt natürlich im Unternehmen selbst, wie weit man da gehen möchte, wie sehr man ausschöpfen möchte, dass die MitarbeiterInnen mobil arbeiten können und deswegen konnte man ja gar nicht viel detaillierter darauf eingehen. Vielleicht können wir aber auf einen Punkt doch nochmal, jetzt hast du selber gesagt, so ein bisschen detaillierter eingehen und zwar auf das Thema, ihr habt jetzt als Urban Sports Club oder als Urban Sports Group, ihr habt Standorte im Ausland. Das betrifft aber bei weitem natürlich nicht alle Unternehmen, die da draußen so aktiv sind. Und vielmehr ist es ja das Thema, dass sich aus einer Gewohnheit heraus, pandemiebedingt, viele ins Homeoffice sich begeben haben und jetzt auch sagen, okay, ich will eigentlich gar nicht zurück. Die Annehmlichkeiten des Homeoffice gefallen mir so gut. Meinetwegen ist mein Homeoffice tatsächlich an meiner Meldeadresse oder mein Homeoffice ist auch mal am Bodensee, wenn ich in Hamburg lebe oder irgendwie sowas. Das ist ja dann schon im Grunde mobiles Arbeiten. Wo fange ich denn an als Company? Also ihr hattet jetzt das so ganz schön aufgelistet mit verschiedenen Elementen, die so Teil des Rahmenwerkes sind, worum ich mich kümmern muss und habt ihr natürlich als Urban Sports Group eine individuelle Police, die ihr auch rechtlich habt absichern lassen. Aber was ist eure Empfehlung, womit fange ich an, wenn ich wirklich ein lückenloses und für beide Seiten vor allen Dingen auch faires mobiles Arbeiten-Konzept irgendwie etablieren möchte? Na, ich glaube, das, was du ansprichst, also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich dauerhaft meinen Standort wechseln möchte und von woanders aus arbeiten möchte, das ist zum Beispiel auch eins unserer unterschiedlichen Modelle, die wir anbieten, wenn man sogar seinen Standort außerhalb Deutschlands gerne verlegen möchte, dass wir uns da auch mit drum kümmern und dann dementsprechend einen Aufhebungsvertrag für den aktuellen Arbeitsvertrag schaffen und einen neuen Vertrag für das geltende ausländische Recht anlegen, also die Person auch einen neuen Arbeitsvertrag bekommt. Und das, was du jetzt gerade aufgreifst, klingt für mich eher so, als würde jemand dauerhaft seinen Arbeitsort
verlegen. Da müsste man natürlich nochmal ins Gespräch gehen. Dann wären wir aber schon eher wieder in der Homeoffice-Situation. Also wir haben auch ganz vereinzelt Regelungen, aber das betrifft dann nicht den Fall des mobilen Arbeitens, wo man quasi nur tageweise oder innerhalb dieser festgelegten Perioden quasi unabhängig zum Beispiel von Berlin arbeiten möchte oder ganz außerhalb Deutschlands. Wie ist das bei euch? Blick in die Glaskugel. Was sagt ihr auf die Frage, inwiefern die Konkurrenzfähigkeit zu allen anderen möglichen Arbeitgebern extrem schwindet, wenn man das jetzt nicht in sein Portfolio als Arbeitgeber aufnimmt? Also wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Weil es gibt natürlich auch Industrien, die sind so extrem standortfokussiert aufgrund ihres Geschäftsmodells, dass die auch gar nicht sagen können, ja, Homeoffice mache ich jetzt. Natürlich ist es in der Fabrik ist es ganz klar, ne? Also um so einen Fall geht es mir jetzt nicht, sondern es geht mir halt darum, wie viel Zeit habe ich jetzt noch als Unternehmen? Was ist eure Antwort darauf, bevor ich irgendwie keinen Nachwuchs mehr rekrutieren kann, weil die alle sagen, interessiert mich so nicht mehr? Also ich würde sagen, gerade Ausblick in die Zukunft, geht es fast gar nicht mehr ohne hybrides Arbeiten, weil welchen Grund gibt es, wenn wir schon innerhalb der Pandemie dazu angewiesen wurden, quasi von zu Hause zu arbeiten oder als ausdrücklich gewünscht war, man sich daran gewöhnt hat und die Arbeit ja trotzdem erfolgreich erledigt wurde, jetzt zu sagen, nee, jetzt müssen alle wieder zurück ins Büro kommen. Und das ist vor allem auch unser Ansatz. Es soll sinnstiftend ins Büro gekommen werden. Deswegen sollte man sich als Unternehmen überlegen, was ist der Sinn, warum sollen die MitarbeiterInnen bei uns im Büro arbeiten? Was ist der Sinn, dass sie zu Hause arbeiten? Dass man sich da auf jeden Fall gute Gedanken zu macht und das auch rechtfertigen kann, weil selbst bei uns, also jeder gewöhnt sich an die Situation, in der er gearbeitet hat und möchte auch gerne am liebsten das so beibehalten. Und dann solche Richtlinien quasi in ein nicht vorhandenes Rahmenwerk quasi zu malen, stößt natürlich erstmal auf Widerstand. Deswegen muss vor allem Wissen mitgegeben werden, dieses nur weil du gerne von zu Hause arbeitest und dich daran gewöhnt hast, heißt das nicht, dass es in einem Arbeitsvertrag so steht, du hast mal das und das unterschrieben. Dass da auf jeden Fall mit sehr viel Sinn und Wissen herangegeben wird von Arbeitgeberseite und ich kann jedem nur empfehlen, auf jeden Fall das Thema zu berücksichtigen. Wie, vielleicht einen kurzen Einblick aus der Urban Sports Brille direkt. Der Manfred hat das Thema, es ist angesprochen, dass es auch ganz stark eine, also das Management muss es vorleben, sozusagen. Ne? Nun gibt es auch Statistiken, kann man jetzt überlegen, ob man denen Glauben schenken möchte oder nicht, wie bei jeder Statistik, aber die halt sagen, dass ein großer Punkt, warum Unternehmen vielleicht noch zögerlich sind, gar nicht die Mitarbeiter natürlich selber sind, sondern weil das Management nicht vertraut. Ne? Also weil die sagen, okay, die Leute gehen ins Homeoffice oder arbeiten mobil, wie auch immer. Workation ist auch so ein schönes Buzzword irgendwie. Aber die sind nicht so produktiv, als wären sie direkt im Büro. So, also was ist so die Urban Sports Antwort darauf? Was kann ein Arbeitgeber da vielleicht für Incentivierung schaffen, dass die Leute, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen hippen Tools, die es heutzutage wie Sand am Meer gibt, ja, über Projektmanagement Software oder irgendwelche Kommunikationstools, ist jeder ständig vernetzt. Aber was ist so eure Perspektive darauf? Welche Anreize kann man da geben? Oder wo setzt man an? Ja, ich glaube auf grundsätzlicher höchster Ebene überhaupt erstmal dieses, wie möchten wir in die Zukunft als Unternehmung ausgerichtet sein, dass das von höchster Ebene mitgetragen wird. Ich glaube, damit ist schon mal der erste Schritt gemacht, dass wir wissen, dass wir alle hybrid arbeiten wollen. Und bei unserem Rollout dieses Rahmenwerks waren die ersten Sessions tatsächlich mit Führungskräften. Da wir Wissen mitgeben wollten und überhaupt quasi, das ist der Status quo und da wollen wir gerne hin und wir möchten, dass ihr das alle mittragt von Wissensseite, dass wir hybrid arbeiten wollen. Wir wollen sinnstiftend ins Büro kommen und auch genauso vertrauen, dass von zu Hause oder von wo auch immer Arbeit ermöglicht wird. Und diese Fragen kamen auch aus der MitarbeiterInnenperspektive. Wie kann ich mich quasi absichern, dass meine Führungskraft in dem speziellen Fall vielleicht nicht so viel Vertrauen hat und mich aufgrund dieser 4 Wochen im Durchschnitt, das ist ja doch eine sehr flexible Regelung, mit dem in Rücksprache mit der Führungskraft, dass die da entscheiden kann, dass ich viel mehr ins Büro kommen möchte, obwohl ich das gar nicht möchte. Und wir haben dann gesagt, dadurch, dass quasi die Marschroute ist, Hybridarbeiten, sinnstiftend, dass wir dann nochmal in Sessions selbst gehen mit der Führungskraft, woran liegt das? Also eher so in die Tiefe gehen, was sind die Gründe dafür, dass sich das zurückhält, weil wir als Unternehmen das unbedingt ermöglichen und sie eher aufbauen, ein Setup zu erstellen, mit welchen Tools oder mit welchen Gesprächen oder Hilfsmitteln auch immer, aber dass vor allem viel Verständnis und Wissen für die Ausrichtung in der Zukunft besteht, auf allen Seiten. Nun ist es ja so, also vertrauensmäßig einen Vorschuss geben kann jeder.
So, und dann muss der natürlich aber auch von der Mitarbeiterinnenseite, wie ihr so schön sagt, auch bestätigt werden. Gibt es irgendwie was? Ich sag mal, ich mache mal kurz ein Szenario. Recruiter sitzt mit einem Bewerber oder Kandidatin, Kandidat im Bewerbungsgespräch und man spricht über die Inhalte, man spricht über die Position. Gibt es irgendwas, wo gezielt, wo ihr auch in der Urban Sports Kultur gezielt nachsourced, was die Personen mitbringen, weil jeder kann sagen, ja, natürlich, ich bin super verlässlich, ich bin super vertrauenswürdig und so, und dann 3 Wochen später sieht man die Wahrheit so ungefähr, ne? Gibt es da irgendwie einen Mechanismus bei euch, ohne dass ihr jetzt meinetwegen auch den Vorhang zu sehr lüftet, aber und alle Magic irgendwie preisgebt, aber was könnt ihr den hier Anwesenden irgendwie vielleicht auch mitteilen, wonach sollte vielleicht gezielt gesourced werden, dass der Vertrauensvorschuss vom Management auch A gerechtfertigt ist, B bestätigt wird und dementsprechend auch aufrechterhalten werden kann, dass die Leute eben mobil oder hybrid arbeiten können. Das ist eine sehr gute Frage, da wir beide nicht im Recruiting arbeiten und die Kollegen schon mal gefragt haben, auf was er da speziell achtet, lässt sich das für uns jetzt natürlich ein bisschen schwierig beantworten. Wir gehen ja sehr nach außen mit dem, was wir machen und wie wir arbeiten wollen. Und ich glaube schon, dass das eine beidseitige Geschichte ist, dass man dadurch als Arbeitgeber auch direkt gewisse Personen anzieht. Und natürlich kommen solche Themen, also gerade in einer sehr globalisierten internationalen Arbeitswelt oder auch Bewerbermarkt, dass sehr schnell im Vorstellungsgespräch auch Frage wird. Also ich kann nur von mir selbst sprechen. Mir persönlich in meinem Vorstellungsgespräch war es extrem wichtig, dass gar nicht quasi ich durchgecheckt wurde, ob ich das möchte und mir das vorstellen kann, sondern dass ich eher gefragt habe, hey, könnt ihr mir das denn überhaupt bieten? Weil so stelle ich mir das vor. Ich glaube, dass tatsächlich viele Talente oder überhaupt Personen, die sich auf den Bewerbermarkt begeben, fragen werden, wenn sie das gerne möchten, einfach weil das die Ausrichtung der Zukunft sein wird in einer globalisierten Welt. Ich hoffe, Ja. damit konnte ich wenigstens das ein bisschen beantworten. Hast du noch was sagen? Ja, ich wollte noch sagen, also bei uns ist es einfach so, dass wir wollen schon damit rausgehen, dass wir sagen, wir vertrauen den Mitarbeitenden. Und ich glaube, eine Sache, die wir da vielleicht in den Gesprächen machen oder die ich so gespürt habe, als ich rekrutiert wurde, ist auf jeden Fall die Unternehmenswerte abzufragen. Und wenn man dann dazu passt, dann passt man auch allgemein zur Unternehmenskultur und der Ausrichtung, wie wir das bei uns machen. Alright, also grob mitzunehmen, es ist ein großes Geben und Nehmen. Das ist jetzt also so, das ist jetzt sehr floskelhaft, ne? Aber ich meine, es ist auf der einen Seite, es ist cool, dass irgendwie die Kandidatinnen und Kandidaten was fordern. Das Unternehmen muss es dann natürlich auch vorhalten. Und dann, weil man das merkt, dass irgendwie dieses Buzzword War for Talents, was irgendwie draußen auch immer noch so rumkursiert, was auch Kollegen einschlägiger anderer Unternehmen gerne immer wieder bei uns zitieren. Also ich sag mal, so ein Arbeitgeber kann sich ja nur bis zu einem gewissen Maße bewegen, ne? Aufgrund seines Geschäftsmodells, aufgrund seiner lokalen Strukturen und so weiter und so weiter. Und alles für einen Kandidaten geht dann irgendwie auch nicht. Insofern ist es ja auch immer wichtig, und da stimmt ihr mir ja vielleicht zu, dass die Jungs und Mädels immer auch schon selber sich in die Pflicht nehmen müssen. Ne? Also sonst geht es halt nicht. Und ich finde, darauf darf ein Arbeitgeber auch bestehen. Ne? Also insofern finde ich das Modell, dass ihr sagt, okay, du willst irgendwie woanders arbeiten, aber dann um die Kosten zum Beispiel, ist ja ein sehr plakativer Aspekt, irgendwie kümmert man sich selber, das finde ich sehr fair. Vielleicht ist das auch ein Denkanstoß hier für die Zuhörenden. Okay, super. Dann würde ich mal kurz sagen, wir haben abschließend, bevor ich euch entlasse, sozusagen nicht in den Sonnenuntergang, aber in den Rest des Tages, einmal noch mal kurz hier zu unserer Regie überschwenken. Eure Kontaktdaten sieht man gleich auch noch mal auf einem Chart von uns. Insofern, das geht jetzt nicht völlig verloren. Für alle, die wollen, gerne noch mal hier die Screenshot-Funktion von GoToWebinar schnell für dieses Chart nutzen. Aber, liebe Regie, schmeißt doch noch mal und bleibt ihr beide gerne noch mal kurz da, weil es euch inhaltlich auch betrifft. Wir haben hier noch mal kurz so ein bisschen was, wo wir noch mal schauen können, dass wir da die letzten Lücken auch schließen. Ich finde, wir haben für den ersten Teil haben wir im Grunde schon viele Antworten gehört. Das habt ihr auch in eurer Präsentation schon ziemlich breit dargelegt. Und wenn man eben weitergehen Fragen hat, kann man sich ja gerne an euch wenden. Dann das Gewohnheitsrecht, das hatten wir ja im Grunde auch schon so ein bisschen, ne? Also die Leute kommen aus der Pandemie, Homeoffice, haben die eigentlich irgendeinen Anspruch? Das habt ihr ja eigentlich auch schon mit klarem Nein beantwortet. Aber es gibt einen Rahmen, wenn es Entschuldigung, wenn es ein Rahmenswerk gibt, national, international, jeweiliger Markt, dann passt das.
Und hier bei dem letzten Punkt, da habt ihr ja auch gesagt, das hängt so ein bisschen von der individuellen, vom individuellen Setting ab, ne? Also da gibt es jetzt, ich will das einfach nur so ein bisschen zusammenfassen, auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Das bedeutet, ja, ich kann als Arbeitgeber, ihr nickt fleißig, das ist nett, ich kann als Arbeitgeber sagen, gut, ich stelle euch was zur Verfügung, wenn ich das in meinem Rahmenwerk aufnehmen möchte. In eurem Fall ist es aber so, okay, du möchtest irgendwo anders sein, dann sorge für dein Rahmenwerk und wir sorgen nur für die Inhalte zur Verfügungstellung und so weiter. Korrekt? Korrekt, ja. Super. Wie lebt ihr persönlich damit? Lässt sich das gut integrieren? Findet ihr, diese Kultur funktioniert gut, also dieser Ansatz? Sag jetzt also bloß nicht nein. Nein, also wir können nur bestätigen, dass das Angebot sehr, sehr viel genutzt wurde und wird natürlich weiterhin. Also das Interesse besteht und ist riesig danach, mobil zu arbeiten, vor allem im klassischen innerhalb der EU. Also jetzt gerade, wenn die kalten Monate auf uns zukommen, dass man doch sieht, dass der ein oder andere gerne von Portugal aus arbeiten möchte oder welches präferierte Land auch immer. Also es wird gut und gerne genutzt und wurde es auch schon, bevor es quasi dieses Rahmenwerk gab. Aber jetzt gibt es quasi dieses Rahmenwerk, was das Ganze noch vertraglich zusichert, absichert, auf beiden Seiten Sicherheit schafft und natürlich nochmal Regelungen vertraglich festhält, die es vorher nicht gab, wo dann einfach gehofft wurde, dass es so gemacht wird. Sehr gut. Ich finde, das rundet das wunderbar ab. Mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Grüße nach Berlin oder wo seid ihr gerade? Genau, richtig, Berlin. Alles klar. Dann alles Gute in die Hauptstadt. Schönen Dienstag, gute Restwoche und natürlich auch analog zu Manfred euch noch alles Gute für den Rest des Jahres. Und wer weiß, vielleicht begebt ihr euch auch noch mal in wärmere Gefilde. Langsam wird es ja wieder kälter. Total, ja. Danke. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Durch sind wir mit dem inhaltlichen Teil. Vielen Dank, Wahnsinn. Wieder tolle Themen gehabt, tolle Vortragende gehabt. Ich würde mal sagen, wir gehen noch mal kurz einen Schritt weiter hier, liebe Regie. Wir haben natürlich noch mal hier die angekündigten Kontaktdaten all unserer heute sprechenden Personen oder der Personen, die wir gehört haben, hier noch mal aufgelistet. E-Mail-Adressen bei den einzelnen Charts gab es natürlich auch noch Telefonnummern. Im Nachgang wendet euch im Zweifel gerne an uns. Wir geben natürlich die Präsentation dann auch gerne noch mal raus. Und auch noch mal kurz abschließend ein Wort zu unserem Sponsor UKG. Hier ist jetzt ja zwar leider kein Bild von der guten Beatrice Moraes, aber ich habe gerade gestern tatsächlich auch noch mal mit ihr gesprochen. Sehr sympathisch. Ihr findet ihr LinkedIn-Profil auch sofort und auch hier nochmal ihre E-Mail-Adresse. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an unseren Sponsor habt, wendet euch gerne direkt an die gute Kollegin Beatrice. So, dann ist eigentlich nur noch mal kurz Ausblick zur nächsten Veranstaltung. Vielleicht nochmal mit einem weiteren Klick kommen wir dahin. Erstmal natürlich vielen Dank für die Teilnahme heute und wir haben noch einen Termin im Q4, also in diesem Jahr, und zwar am 8. November mit dem Thema E-Recruiting. Dazu werden wir euch auch natürlich rechtzeitig im Vorfeld informieren, werden euch informieren, welche Speakerinnen und Speaker denn da auf euch warten, welche Themenheadlines wir explizit haben. Und somit abschließend für heute liebste Grüße an euch alle, von wo auch immer ihr euch heute eingewählt habt und auch an alle, die die Aufzeichnung im Nachgang nochmal angucken. Liebe Grüße aus Hamburg und allen eine gute Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.